Und jetzt kann es endlich losgehen. Ihr wundert euch vielleicht, wo wir hier sind. Das ist die Remote-Stellwerk-Experience im Lehrstellwerk im Lokschuppen Hamburg am Mühle. Ich mache jetzt mal eine ganz kurze Einführung, damit ihr wisst, was das hier überhaupt ist. Das Lehrstellwerk des Vereins Verkehrsamateure und Museumsbahn VVM wurde Ende der 50er Jahre von der Deutschen Bundesbahn in diesem ehemaligen Triebwagen, den man hier schön sehen kann, eingebaut und wird noch heute mit Unterbrechungen für die Ausbildung von Fahrdienstleistern benutzt. Die Stellwerke sind Originaltechnik, die so auch heute im Einsatz ist. Das heißt, alle Sperren und Sicherheitsmechanismen eines echten Stellwerks sind auch hier eingebaut. Wir haben aber keine echten Züge, sondern stattdessen Lichter auf Leuchttableau. Das sieht man dann nachher da hinten. Von dieser Bauform gibt es heute noch ca. 600 Stellwerke im Einsatz. Aber heute können wir zusammen mit Andreas und SDB, die ihr hier schon im Hintergrund seht, an einem mechanischen Stellwerk Züge fahren lassen. Denn Eisenbahnen fahren nicht einfach so drauf los und ihr werdet gleich merken, dass das alles gar nicht so einfach ist. Aber das erklärt euch jetzt Andreas. Ich gebe mal weiter. Ja, hallo, ich bin Andreas, der Lachwichser Sales. Und da brauche ich gar nicht mehr viel zu erzählen. Und neben mir steht Stefan, SDB. Ich muss mal die Hut abnehmen, sonst höre ich mich selber. Ja, wir wollen nachher Züge fahren lassen, virtuelle Züge. Und die Aufgabe ist es, dass jemand von euch uns sagt, was wir machen sollen. Es gibt ja ein Cheat-Sheet, das im Internet zu finden ist. Es gibt ein Video, das man sehen konnte. Und wir sind natürlich nicht so fies und warten einfach, bis irgendjemand das Richtige sagt, sondern wir geben natürlich auch gerne Hilfestellung. Und Stefan hat da eine Kamera am Kopf. Und das heißt, ihr seht, was Stefan sieht. Und ihr könnt ihm dann sagen, was er machen soll. Und dann gucken wir mal, ob wir so einen Zug bewegt kriegen. Genauso machen wir es. Ich würde sagen, wir erklären einmal, wie es richtig geht, und dann holen wir die erste Kandidatin oder den ersten Kandidaten mit rein. Bräuchte ein kurzes Feedback, ob mein Kamerabild zu sehen ist. Ich laufe jetzt gerade durch den Gang und ob ich auch gut zu hören bin. Seht ihr, kann man mich hören, Sandra? Ja, das ist gut. Ich möchte bloß nicht ins Leere sprechen. Und kann mir jemand kurz sagen, ist mein Bild auch im Jitsi gut zu sehen und auch im Stream? Dann würde ich nämlich gerne mal kurz erklären, was wir hier eigentlich vor uns haben. Wenn ihr jetzt vielleicht das Cheat-Sheet schon studiert habt, dann erkennt ihr vielleicht schon ein paar Sachen wieder, diesen großen grünen Kasten zum Beispiel. Aber fangen wir mal an. Was ist das hier überhaupt, was wir sehen? Also, wir haben hier ein mechanisches Stellwerk in der sogenannten Einheitsbauform. Diese Technik ist steinalt, sehr bewährt. Die Prinzipien, die hier umgesetzt sind, stammen so ungefähr aus den 1860er und 1870er Jahre. Und die Bauteile, die hier verbaut worden sind, diese ganzen Elemente, aus denen diese verschiedenen Geräte hier zusammengesetzt sind, die sind so Anfang des 20. Jahrhunderts standardisiert worden und sind in dieser Form in der DDR noch bis in die 60er Jahre neu gebaut worden. Und wir haben davon heute in Deutschland noch ungefähr 600 Stück aktiv im Einsatz. In den Gegenden der Welt, wo deutsche Ingenieure viel unterwegs waren, findet man solche Teile auch noch. Also in Polen und in Österreich und in diversen anderen Gebieten. Also das ist eine sehr weit verbreitete Technik. Funktioniert grundsätzlich anders als das, was man in der englischsprachigen Welt kennt. Also die Engländer haben sich da damals was Eigenes ausgedacht und die Deutschen wollten lieber was anderes. Ja, ein Stellwerk ist so ein Haus neben der Strecke und das Stellwerk steuert Weichen und Signale im Wesentlichen. Gibt noch mehr, aber das ist das eigentlich das Entscheidende. Und bei einem mechanischen Stellwerk passiert das tatsächlich durch Muskelkraft. Also wir haben hier zum Beispiel diese ganzen blauen Hebel, das sind die Weichenhebel und Gleissperren und weitere ähnliche Geräte.
Und hier dieser Hebel zum Beispiel, Weiche Nummer 1, wenn ich hier diese sogenannte Handschalle anziehe, dann kann ich diesen Hebel ziehen und kann den umlegen und habe damit die Weiche umgestellt. Das ging jetzt super einfach, weil wir hier in diesem Leerstellwerk keine echten Außenanlagen haben. Keine echten Weichen. Normalerweise hätte ich da wahrscheinlich eher mit zwei Händen dran zerren müssen. Also die Leute, die sowas tatsächlich beruflich bedienen, die sind dann häufig, zumindest nach der Schicht, auch etwas kräftiger gebaut. Ne? Also das ist nichts für ganz zarte Menschen. Leg ihn mal wieder zurück. Genau. Die roten Hebel, das sind die sogenannten Signalhebel. Und die Signalhebel dienen halt dazu, ein Signal auf Fahrt zu stellen. Signale sind quasi die Ampeln der Eisenbahn. Historisch gesehen ist es eigentlich umgekehrt. Die Ampeln sind die Signale des Straßenverkehrs. Die Eisenbahn war da deutlich früher dran als auf den Straßen. Daher kommen übrigens auch die Farben im Straßenverkehr. Die kommen nämlich von der Eisenbahn. Wenn wir jetzt bei der Modellbahn wären, wenn ich einen Zug fahren lassen wollte, dann könnten wir jetzt den Zug einfach fahren lassen. Das geht so bei der Bahn nicht. Da gibt es jede Menge Sicherheitsmechanismen, die dafür sorgen, dass ein Zug nicht sehr weit kommt, wenn der Lokführer einschläft oder sonst irgendwas passiert. Der Zug wird dann in aller Regel automatisiert zum Stehen gebracht, damit nicht irgendwie ein schwerer Unfall passiert. Also das ist schon mal anders als bei der Modelleisenbahn. Wenn man jetzt so eine etwas schickere Modelleisenbahn gebaut hat, wo man versucht, ein bisschen vorbildgetreuer zu sein, dann ist es häufig aber trotzdem so, dass man diese Signale einfach auf Fahrt stellt, indem man einfach dann den richtigen Knopf drückt und dann wird das Signal halt grün und dann lässt man den Zug fahren. Das geht hier auch nicht. Ich habe hier das Signal P4, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Und dieser Signalhebel, da kann ich diese Handfalle nicht anziehen. Es geht nicht. Lässt mich das Stellwerk nicht, weil das Stellwerk sagt, nö, das ist nicht sicher, wenn du das Signal jetzt auf Fahrt stellen würdest, weil viele Vorbedingungen für eine sichere Zugfahrt noch nicht gegeben sind. Und Andreas ist jetzt gerade leider weggelaufen, aber ich würde ihn mal bitten. Ich komme wieder, ich habe uns nur einen Zug besorgt. Das ist gut, das ist schön. Dieser grüne Kasten hier, das ist sozusagen das hochmoderne Äquivalent aus den 1870er Jahren. Hier hinter dieser Abdeckung verbirgt sich Elektromechanik, also ein sehr, sehr einfacher Wechselstrommotor und eine Mechanik, die über Zahnräder Sachen bewegt. Und in den 1860er Jahren gab es noch keinen Strom aus der Steckdose. Da gab es noch nicht mal ordentliche Batterien. Aber Strom, hatte man erkannt, ist eine tolle Sache, um Informationen zu übertragen. Und ich zeige mal hier kurz. Hier ist so eine Kurbel dran. Und die ist im Inneren mit einem Kurbelinduktor verbunden. Quasi ein Fahrraddynamo. Und der Fahrrad... lass mal zu, Andreas. Machen wir später. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Dieser Kurbelinduktor, der erzeugt in dem Moment Strom und dann kann man eben einen dieser Motoren aktivieren und umlaufen lassen. Und Andreas ist da hinten in dem anderen Stellwerk, das ist in Wirklichkeit so 800 Meter von uns entfernt, aber hier in dem Leerstellwerk ist alles eben ganz eng beieinander. Und was er jetzt macht, ist uns, was man heute einen Auftrag geben nennen würde, aber 1860er Jahre, gute preußische Technik, da werden keine Aufträge erteilt, da werden Befehle erteilt. Also hier haben wir ein Feld, das nennt sich Befehlsempfang und da spielt das Signal P4 eine Rolle und offensichtlich geht es um eine Zugfahrt von Gleis 4 nach Beheim. Und wenn Andreas jetzt bei sich das Richtige aktiviert, dann seht ihr, dann wird dieses Feld weiß. Da ist also im Inneren gerade so ein Motor umgelaufen und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt was tun können. Warum ist das so? Wir haben eine Hierarchie. Im Bahnhof gibt es einen, der sich darum kümmert, der für die Zugfahrten, und das ist der Fahrdienstleiter, und die anderen sind die Weichenwärter. Und ich fahre jetzt sozusagen der Chef im Bahnhof und habe an meinem Weichenwärter, von dem es mehrere gibt, geben kann, in mehreren Stellwerken eben diesen Befehl für die Zugfahrt gegeben. Genau. So, also wir haben einen Befehl. Ich bin der Weichenwärter hier im Stellwerk Adorf West, AW abgekürzt. Und was das Rattern jetzt für mich getan hat, also ich weiß nicht, wie gut ihr das Rattern hören konntet. Wir haben sehr Mikros, die sehr unempfindlich sind sozusagen gegen Störgeräusche. Das konnte man gut hören. Gut, das ist schön. Das hat mich als Weichenwärter auch aufgeweckt. Ne? Also der Fahrdienstleiter, der ruft mich nicht an oder so, sondern ich höre das hier rattern und dann habe ich die Information, die ich brauche und das Stellwerk hat sie eben auch. Also ich gucke hier drauf, ich sehe, dass es weiß.
Ich schaue auf meine Tafel und ich sehe halt, ja, alles klar. Gleis 4 nach Beheim soll die Zugfahrt ausgeführt werden. Und ich warte mal kurz, da wird gerade mit der Regie kommuniziert. Gibt es etwas, was wir beachten müssen? Sandra, gibt es etwas, was wir beachten müssen, oder? Ich wackel zu sehr. Okay, ich film mal ein bisschen mit. Das tut mir sehr leid. Das Ganze, wir sind ja auch keine Profis in irgendwie Kameras an den Kopf schnallen. Ich versuche mal weniger zu wackeln und mich sehr still hinzustellen. Ja, die Regie sagt gerade, wenn ihr hier in dem Raum seid und nicht aktiv gerade teilnehmt, dann schaltet doch bitte mal eure Kamera aus. Das erhöht nämlich die Qualität für die Kameras, die jetzt aktiv sind und aktiv sein sollen. Jo, und ich hoffe, das bringt's. Und dann sollte auch mehr Bitrate sozusagen für meinen Videostream über sein und dann sollte mein Kopfwackeln auch nicht zu ganz schlimmen Geschichten führen. Genau, Befehlsempfang. Wir haben einen Befehl bekommen. Wir wissen, was zu tun ist. Und was hier technisch gerade passiert ist, ist, dass hier durch dieses Feld, da geht eine Stange ganz bis hier unten runter. Und dieser graue Haken, ich weiß nicht, wie gut man den erkennen kann, aber hier ist so ein grauer Haken, der ist hochgesprungen. Und der hat diese Achse hier unten freigegeben. Und diese Achse hier, die ist mit unserem Signalhebel verbunden. Und man sieht also, das könnte man jetzt drehen. Wir können den Signalhebel jetzt noch nicht bewegen, aber wir können mal die weiteren Schritte durchgehen, die notwendig sind. Vielleicht kurz dazu, was für eine Zugfahrt wir überhaupt vorhaben, wenn wir hier auf den Gleisplan gucken. Diese Anzeigetafel ist jetzt speziell hier für die Nutzung im Leerstellwerk. In einem echten Stellwerk würde man aus dem Fenster gucken, um zu gucken, wo ein Zug steht. Und dann kann ich hier vielleicht so halbwegs erkennen, oben auf Gleis 4 vor dem Signal P4, da steht ein Zug, da leuchtet es funzelig. Und das ist für uns jetzt einfach nur die Information, da steht der Zug. Vor dem Signal P4 steht da, hat uns ja auch der Befehl gesagt, dass das was passieren soll. Und jetzt müssen wir also dafür sorgen, dass wir diesen Signalhebel P4 tatsächlich auf Fahrt stellen können. Das heißt, hier also Handfalle anziehen und den Hebel umlegen können. Es gibt bei der Eisenbahntechnik ein paar Geschichten, die für die Sicherheit ganz besonders wichtig sind. Das allererste ist natürlich, der Zug muss vom Gleis, auf dem er steht, in das richtige Gleis fahren. Und das ist in diesem Fall relativ einfach. Der fährt hier einfach geradeaus durch, über die Weiche 1 rüber. Und die Weiche 1 ist auch schon in der richtigen Lage. Da müssen wir also an der Weiche 1 nichts ändern. Jetzt kommt natürlich die klassische Fangfrage. Gibt es denn eine andere Weiche, die für die Sicherheit unserer Zugfahrt wichtig ist? Auch wenn der Zug da vielleicht über die Weiche gar nicht drüber fährt. Und bevor jetzt alle die Hand heben und sagen, ich, gebe ich einfach mal die Antwort. Ja, es gibt eine. Und hier in dieser Leerstellwerksanlage hat man das auch gleich so gebaut, dass in der Grundstellung, die wir hier gerade sehen, die Weiche falsch steht. Das ist nämlich die Weiche, jetzt muss ich selber kurz gucken, hinter meinem iPhone herlugen, die Weiche 2b, ne? Die ist gerade abzweigend eingestellt und wenn auf diesem Gleis 3 hier irgendwie rangiert werden würde und da rollt ein Wagen weg, dann würde der im Zweifelsfall unseren Zug, der hier geradeaus rausfahren will, in die Seite reinrollen. Und das soll natürlich vermieden werden. Also müssen wir die Weiche 2b umlegen. Ich ziehe die Handfalle an, ich gehe mal rum, dann kann Sandra das auch besser sehen. Ich ziehe die Handfalle an, leg das Gerät um. Und die Weiche ist in der richtigen Position. Und wenn wir jetzt hier auf die Anzeigetafel gucken, dann sieht man auch, beide Teile der Weiche, dieser Kreuzweiche, sind auf geradeaus. Das heißt, das ist jetzt genau richtig. Jo. Ich würde einmal noch den Ablauf kurz zu Ende erklären. Und dann darf gerne der Kandidat, die Kandidatin ran. So. Ich mache mal ein bisschen schneller, damit mehr Leute es auch ausprobieren können. Die Weichen liegen in der richtigen Position, aber es muss auch verhindert werden, dass die Weichen umgestellt werden, während der Zug drüber fährt. Das ist natürlich höchst gefährlich. Ich bin ja im Zweifelsfall hunderte Meter von den Weichen entfernt. Und wenn ich hier quasi einen Hebel daneben greife und die Weiche umstelle, während der Zug drüber fährt,
dann wird es teuer oder vielleicht sogar richtig gefährlich, auch für Menschen. Also haben wir hier vorne die sogenannten Fahrstraßenhebel. Und die verschließen genau die Weichen, über die der Zug drüberfahren wird, beziehungsweise die Weichen, die sonst für die Sicherheit eine Rolle spielen. Wir sehen hier wieder den Begriff für das Signal P4, Fahrt nach Beheim, das bedeutet das B, und die 1 bedeutet volle Geschwindigkeit. Und hier habe ich nochmal eine Erinnerung, sozusagen Spickzettel, Weiche 2b muss aus der Grundstellung umgelegt sein. Wir gucken auf die Weichenhebel, ja, der Weichenhebel 2b ist umgelegt. Jetzt kann ich hier also den Fahrstraßenhebel nach oben ziehen. Und jetzt gehe ich mal rüber zu den Weichenhebeln. Und ich sehe, dass die Weiche 1 hier, kann ich die Handschale nicht mehr anziehen, ich kann den Weichenhebel nicht umlegen. Und Weiche 2b ist auch verschlossen, kann ich auch nicht umlegen. Weiche 2a, die ist frei, die kann ich umlegen. Die spielt nämlich für die Sicherheit unserer Zugfahrt keine Rolle. Wenn ihr nochmal auf den Gleisplan schaut, dann seht ihr, ein Zug, der reinkommt, der fährt dann über 2a und zwar entweder geradeaus nach Gleis 3 oder in Richtung Gleis 2. Das heißt, das ist für unseren Zug, der rausfährt, völlig egal. Also lässt das Stellwerk auch zu, dass man das rumstellt. So, wir haben es fast geschafft. Ich kann die Handfalle anziehen und ich kann das Signal, den Signalhebel aus der Grundstellung rausbewegen. Das ist auch, wäre eigentlich schon genug. Dem Gesetz ist damit Genüge getan, dem Gesetz, das die Eisenbahnsicherheit festlegt. Aber jetzt gibt es noch eine Geschichte. Solange dieser Hebel aus der Grundstellung raus ist, so wie jetzt, kann ich hier diesen Fahrstraßenhebel nicht zurücklegen. Der wird vom Signalhebel festgehalten. Damit sind auch meine Weichen verschlossen. Ist also alles gut. Der Sicherheit ist Genüge getan. Jetzt gibt es aber eine Fehlersituation. Wenn das ein geschäftiger Bahnhof ist, wo viele Zugfahrten gleichzeitig stattfinden, dann könnte es passieren, dass ich vorschriftswidrig diesen Signalhebel zu früh zurücklege. Eigentlich darf ich den erst zurücklegen, wenn der Zug bei mir am Stellwerk vorbeigefahren ist, beziehungsweise wenn er über die letzte Weiche rübergefahren ist und die letzte Weiche frei ist. Erst dann darf ich den Hebel zurücklegen. Und wenn ich das aber zu früh mache und den Hebel wieder zurücklege, dann ist auch mein Fahrstraßenhebel wieder frei und damit sind auch meine Weichen wieder frei und ich könnte also die Weichen doch umlegen, während der Zug noch drüber fährt. Also ist es in Deutschland Standard, dass nicht nur dieser Fahrstraßenverschluss aktiviert wird, der die Weichen festhält, sondern dieser Hebel wird auch nochmal festgehalten und zwar durch die Fahrstraßenfestlegung. Und das ist jetzt ein Hebel oder eine Taste, die ziehe ich runter. Das wird weiß und das hält sich jetzt von selber und zwar elektromechanisch. Da ist ein Elektromagnet drin, der ist aktiviert worden, der hält das fest. Und der Stromkreis, über den dieser Magnet gespeist wird, der geht unter anderem hier oben über das kleine Dreieck. Das ist das Symbol für einen Gleiskontakt. Und dieser Gleiskontakt ist hinter der letzten Weiche, über die der Zug fahren wird. Und damit ist sichergestellt, dass wenn dieser Kontakt wieder frei ist, dass dann auch der Zug garantiert von der letzten Weiche runter ist. Und dann löst dieser Magnet aus, das Ganze springt wieder hoch und gibt dann auch meinen Fahrstraßenhebel frei. So, Andreas setzt mal unseren virtuellen Zug in Bewegung und ihr könnt mal gucken, wenn der jetzt rausfährt, dann klappt es gleich. Genau, so. Das ist zurückgesprungen, ist wieder rot. Und ich kann den Hebel hier, den Fahrstraßenhebel, wieder zurücklegen. Und habe die Weichen auch wieder frei. Jetzt haben wir irgendwas vergessen, oder? Ja, ich habe vor allen Dingen das Signal gar nicht auf Fahrt gestellt, ne? Ich habe das Signal nicht auf Fahrt gestellt. Der Zug ist gefahren, er hätte aber gar nicht fahren dürfen. Ja, ich habe nicht aufgepasst. So, das würde im Normalfall natürlich nicht passieren, weil der Lokführer fährt nicht einfach los. Jetzt muss Andreas mal kurz etwas machen, was im echten Stellwerk nicht geht, weil da Plomben vor sind. Er muss das Ganze mal zurücksetzen. Und dann, genau,
echte Fahrdienstleiter jetzt bitte keinen Herzinfarkt bekommen. Wir sind hier im Lehrstellwerk, wir dürfen das. In einem echten Stellwerk dürfen das nur Signaltechniker und das muss alles ganz genau dokumentiert werden, was da passieren muss. Gut, dann machen wir das einfach normal. Ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Befehl zurückgeben. Den Befehl nochmal geben. Entschuldigung dafür, dass euch jetzt schwindelig wird, während ich hier rotiere, wortwörtlich. Und so, das, was ich eben ausgelassen habe. Jetzt darf ich das Signal auf Fahrt stellen. So, was ihr jetzt vielleicht bei Sandra im Bild gesehen habt, hier ist noch so ein kleines Modellsignal von ein paar 10 Zentimetern. In Wirklichkeit ist so ein Signalflügel natürlich viel länger, 2 Meter lang. Und das haben wir hier mit eingebaut, damit man auch mal sehen kann, was passiert, wenn man an so einem Signalhebel zieht. So, und jetzt lässt Andreas den Zug nochmal wirklich fahren, und zwar richtig. Und wir sehen wieder, wie die Fahrstraßenfestlegung zurückspringt. Genau, und nicht nur der Elektromagnet, der hier eingebaut ist, hat ausgelöst, sondern auch der Elektromagnet, der hier in diesem Kasten ist. Der Signalflügel ist von selbst runtergefallen, damit ein nachfolgender Zug jetzt auch tatsächlich an der Stelle anhält. Und jetzt können wir noch die letzten Schritte machen. 2 Schritte fehlen nämlich noch. Wollen wir mal tauschen? Willst du kurz den Signalhebel zurücklegen? Eine kurze Frage an der Stelle, Stefan. Ja. Fragen, die reinkommen. Ja. Möchtest du die zwischendurch beantworten? Soll ich die, wenn, mal einstreuen? Warte mal ganz kurz. Wir machen einmal kurz fertig und dann machen wir Fragen, okay? Alles klar. Gut. So, dann gucken wir uns jetzt noch an. Also, es ist ein Zug auf der Strecke. Jetzt darf kein zweiter Zug hinterherfahren. Das wäre schlecht, weil der könnte dem ersten hinten drauf fahren. Züge fahren ja nicht auf Sicht, sondern Signale dienen genau dazu, dass Züge mit hoher Geschwindigkeit fahren können, weil sie wissen, dass die Strecke vor ihnen frei ist. Jetzt ist die Frage, wie kann das Stellwerk wissen, dass die Strecke frei ist oder wieder frei wird, sobald der nächste Zug, sobald dieser Zug hier tatsächlich die Strecke geräumt hat, also am nächsten Stellwerk vorbei ist. Und das passiert über den sogenannten Blockapparat, also das, was in diesen, im grünen Kasten eingebaut ist, und den sogenannten Blockuntersatz hier unten. Und wenn Andreas jetzt mal den Signalhebel zurücklegt, dann sehen wir, wie sich die Achse hier unten dreht. Genau, und jetzt ist diese rote Sperrklinke, die ist runtergefallen und die hindert Andreas jetzt daran, den Signalhebel nochmal zu ziehen. Das heißt, das Stellwerk hat sich mechanisch gemerkt, das Signal wurde mal auf Fahrt gestellt, ein Zug ist gefahren und dementsprechend darf kein zweiter hinterher geschickt werden. Damit wir jetzt vom nächsten Stellwerk das, die Information bekommen können, dass die Strecke wieder frei ist, müssen wir hier dieses sogenannte Anfangsfeld bedienen. Anfangsfeld, weil wir am Anfang der Strecke sind. P4 ist das Signal, von dem unser Zug losgefahren ist. Es geht nach Beheim. Hier gibt es noch ein Endfeld, das, weil wir eine zweigleisige Strecke haben. Das ist quasi das Gegenstück. Das ist das Endfeld für das Anfangsfeld in dem Stellwerk da hinten, was so ein paar Kilometer entfernt ist. Und das Anfangsfeld gehört zu einem Endfeld, was da hinten in dem anderen Stellwerk ist. Und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe das hier runter, die Taste, ich kurbele, erzeuge Strom. Und wieder ist es so, dass dadurch, dass ich hier das runtergedrückt habe, ist eine Stange bis nach hier unten durchgegangen und die blaue Klinke ist in die rote eingehängt, hakt und versucht, die jetzt hochzuziehen. Und was jetzt noch fehlt, ist, dass wir den elektrischen Impuls zurückbekommen von dem Stellwerk in Beheim. Und dieser elektrische Impuls wird den Motor umlaufen lassen, der gibt eine Feder frei und dann springt das Ganze hoch und gibt dementsprechend das auch alles wieder frei. Das war der vorletzte Schritt. Der allerletzte Schritt ist, dass wir unseren Befehl zurückgeben. Ganz am Anfang haben wir den Befehl bekommen und auf diesen Befehl dürfen wir den Zug auch nur einmal fahren lassen, also nur einen Zug fahren lassen. Und das ist genau derselbe technische Mechanismus wie beim Streckenblock. Also auch hier drücke ich die Taste. Moment, muss den Fahrstraße noch zurücklegen. Kurbel hier. Und damit sind wir in der Grundstellung, wenn ich jetzt noch die Weiche wieder zurücklege. Und jetzt ist alles wieder auf Anfang. Der Zug ist weg.
unser Stellwerk ist wieder in Grundposition. Jetzt gibt es Fragen. Genau, es gibt Fragen. Eine vorweg, wir haben leider immer das Problem, dass wenn zwei Kameras an sind, die sehr klein nebeneinander angezeigt werden. Vielleicht könnte Sandra ja einmal die Kamera, ihre Kamera ausschalten, dann sollte das Kopfbild wieder im Vollbild sein. Einmal zu Testzwecken. So, die erste Frage, Moment, jetzt ist, glaube ich, die Kopfkamera aus, egal. Also die erste Frage, wie die Lichter des Gleisplans betrieben wurden, wenn es damals noch keinen Strom aus der Steckdose ja, gab. Also diese Anzeige hier oben, die ist eingebaut worden, als diese ganze Anlage gebaut wurde in den 60er Jahren. Und das gibt es in einem echten mechanischen Stellwerk nicht. In einem echten mechanischen Stellwerk muss man aus dem Fenster gucken, um zu sehen, wo Züge stehen. Weil das hier eine Simulation ist und wir kein draußen haben in diesem Sinne, weil wir keine angeschlossenen leise weichen Signale haben, ist das die Simulation der Außenwelt. Und das hat man in den 60er Jahren hier eingebaut. Und das sieht auch so ein bisschen aus, wo modernere Technik hat man so ein bisschen nachempfunden. Aber das ist eine Spezialität des Lehrstellwerks. Alles klar. So, das Bild ist wieder im Vollbild. Danke an die Regie an der Stelle. Es wurde noch gefragt, ob man solche Hebel eigentlich noch irgendwo herbekommt. Es würde gerne jemand ein kleines IoT-Ding mit so einem riesen Hebel schalten. Also man kann in einschlägigen Eisenbahnforen gucken, ob man da an das rankommt. Von der Bahn bekommt man das in der Regel nicht, weil das alles nicht mehr neu gefertigt wird. Und die bahneigene Signalbauanstalt Wuppertal die Finger drauf hält. Also die sammeln, wenn so ein altes Stellwerk abgerissen wird, dann sammeln die alle alten Teile ein, arbeiten die auf und dann werden die als Ersatzteile woanders wieder eingebaut. Es gibt natürlich auch ein paar private Eisenbahnen, da hat man dann manchmal Chancen. Aber so richtig einfach kann man das nicht kaufen. Und die Signalbauanstalt Wuppertal verkauft nicht an andere Firmen oder gar Privatpersonen. Und die Preise, die die berechnen intern, sind wohl auch relativ hoch, habe ich mir sagen lassen. Also so ein kompletter Signalhebel kann bis zu fünfstellig kosten. Ich weiß nicht, ob das das Hobby wert ist. Alles klar, vielen Dank. Dann fragt Nils noch, wie die Blockapparate miteinander kommunizieren. Einzelne Drähte oder gab es da schon irgendwelche mechanische Serialisierung, fragt er. Also ich glaube, Andreas springt jetzt gerade an, um ganz viel dafür zu sagen. Also im Prinzip reicht tatsächlich eine Eindrahtlösung, ein Draht für das Signal und eine Masse. Mit der Einführung der Elektrifizierung brauchte man ein bisschen mehr Technik, um die Induktion des Fahrdrahts in die Signalleitungen abzufedern und auch um Ausfallsicherheit zu schaffen. Da gibt es also neben dieser Eindrahtlösung, Zweidraht- und Dreidrahtlösung, die bei der Bahn aber, glaube ich, noch ein bisschen komisch bezeichnet werden. Ne? Ja. Ja. Man hört das Mikro jetzt gerade nicht so gut. Du bist leider noch stumm, Andreas. Also ich fasse kurz zusammen. Bei der Bahn heißt die Eindrahtlösung Zweidraht, die Zweidrahtlösung heißt Vierdraht und die Dreidrahtlösung heißt Sechsdraht, weil das in der Regel dann immer für zweigleisige Strecken auch in der Gegenrichtung gleich betrachtet wird. Aber Details dieser Technik, für die Informationsübertragung ist das eigentlich irrelevant. Das ist dann wirklich nur das elektrische Detail, wie das angeschlossen ist. Könnte man mich jetzt hören? Ja. Ja. Ah, okay. Gut, noch Fragen oder sollen wir die erste Kandidatin, den ersten Kandidaten versuchen reinzuholen? Die Person ist schon drin, aber ich glaube, ja. Es gibt noch eine, einmal noch von Nils. Liebe Grüße an STB, wie es dem Schienenkuli geht. Dem Schienenkuli geht's hervorragend. Hätten wir jetzt nicht Winter, dann hätte Markus den auch sicherlich rausgeholt und wäre hier vor dem Lehrstellwerk auf- und abgefahren. Was ist denn der Schienenkuli? Also wer von euch beim Camp dabei war, kann sich vielleicht erinnern, dass da so komische Leute eine kleine Diesellok mitgebracht hatten und damit übers Gelände gefahren sind. Das waren wir. Also wir haben hier im Eisenbahnmuseum Lokschuppen Ormühle haben wir Normalspurfahrzeuge, eine ganz große Sammlung von Fahrzeugen, die wir hier restaurieren, in der Regel nicht betriebsfertig hier an diesem Standort. Dafür haben wir einen zweiten, Schönberger Strand an der Ostsee. Da fahren wir auch mit ganz viel Zeugs. Aber hier in Ormühle haben wir eine Feldbahn, 600 mm Feldbahn. Und da haben wir ein paar Loks und eine ganze Reihe von Wagen. Und damit fahren wir hier übers Gelände
Und wenn uns danach ist, machen wir auch mit dem ganzen Zeugs einen Ausflug an andere Orte. Sehr schön. Und dann die letzte Frage noch, das ist aber, glaube ich, eher eine, jemand merkt an, dass die Weiche 2a und 2b im Cheat Sheet wohl getauscht seien. Also, das Cheat Sheet ist eigentlich richtig und das passiert ist eigentlich falsch. Hier, Stefan, da magst du da mal hochschauen. Man kann da vielleicht sehen, dass das hier mit Klebebuchstaben überklebt ist. Da sind noch die alten Bezeichnungen drunter. Da oben sieht man bei der die Bezeichnungen sind auf der Seite der Weiche, wo die Zunge liegt. Da war er sehr beweglich auf der anderen Seite. Und das hat hier immer wieder nach vielfachen Wunsch eines einzelnen Eisenbahninfrastrukturunternehmens, das hier halt Ausbildung macht, haben wir dann Beschriftung umgedreht. Okay. Andreas, ist dein Telefon weit weg von deinem Headset? Du hast so ein paar Artefakte. Ja. Nimm mal dein Telefon mit. Also, ja, ich nehme das mal mit rüber. Genau, also um kurz zu wiederholen, was Andreas gerade gesagt hat. In Gleisplänen ist es so, wie es im Cheat Sheet steht. Bei moderneren Gleisbildstellwerken wird so angezeigt, wie man es hier sieht. Und da die Auszubildenden heute alle im Wesentlichen Gleisbildstellwerke bedienen und die mechanischen Stellwerken eher so die Ausnahme sind, wollten halt die Ausbilder, dass hier die Darstellung auf dieser Anzeige auch so aussieht wie in einem Gleisbildstellwerk. Das ist der Grund, warum wir das hier jetzt auch mit Klebebuchstaben übersteuert haben. Alles klar. Das waren dann die ersten Anmerkungen. Vielen Dank. Und die erste Person ist Hamari. Die sollte auch schon jetzt hier im Jitsi sein. Die könnte sich gerne mal melden. Ja, hallo. Test 1, 2, 3, 4, 5. Ja, du bist schön zu hören. Wunderbar. Super. Gut. Hamari, hast du Vorbildung oder ist das dein erstes Mal in einem Stellwerk? Das ist mein erstes Mal im Stellwerk. Hervorragend, hervorragend. Dann würde ich sagen, ich gehe mal quasi in die Grundposition und Andreas gibt uns mal den Befehl und dann darfst du mir sagen, welche Hebel ich ziehen soll. Hamari, als Hinweis noch, benutzt bitte das Bild im Jitsi, weil der Stream ist so eine Minute später. Ja, also muss ins Jitsi gucken. Ja, das mache ich. Perfekt. So, jetzt bin ich jetzt deine schon... Remote Hands, ne? Also sag einfach, was ich machen soll. Okay, wir haben, so wie ich jetzt sehe, den Befehl P2B erhalten. Ja, genau. Das aus ist weit. Nach Beheim. Genau, und an dem Fahrstraßenhebel, der dazu passt, müssten jetzt, hast du vor uns gesagt, die Weichen dran stehen, die man stellen muss. Ja, kannst du es lesen? Findest du den richtigen Hebel? B, das ist der zweite Hebel nach unten, nehme ich mal an. Genau, ja, genau, der hier. Okay. Nee, Moment, was ist denn der daneben? Der steht auch P2B drauf. Hier steht, ich gehe noch näher ran, hier steht P2D. Ach, D, ah, okay, gut. Ja, genau. Jetzt, sorry, jetzt, ja, das ist ein bisschen schwierig mit der Bildqualität, aber das ist P2B. Okay, und das sind jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Weichen, die aus der Grundstellung raus zu befördern sind. Also die 1, die 2A und die 3CD. Genau. Die du jetzt stellen musst. So, dann... Gucken wir mal. Dann? So, ich sehe die Beschriftung nicht. Moment. Die 1, was? Die 1, die hier, die soll ich umlegen? Ja. Okay. Dann stand da, glaube ich, 2b. Ja. Und 3cd. So, und jetzt müsste man gucken, ob wir den Fahrstraßenhebel nach unten legen können. Gucken wir doch mal. Geht nicht. Geht nicht? Können wir nochmal auf das Schild gucken? Ja. Kannst du sehen? Ah, es war die 2a, nicht 2b, sondern 2a. Ja. Also das ist übrigens die Quelle des Begriff ist fail safe. Also, wenn man das falsch macht, dann fährt der Zug einfach nicht. Also, dann passiert nicht ein Unfall, wenn man das falsch macht, sondern der Zug fährt nicht. Ja, also, bei einem Fehler geht es immer zur sicheren Seite. Man kriegt dann vielleicht nicht die Funktion, die man haben will, aber es passiert eben auch nichts Schlimmes. Okay, jetzt müsste sich der Fahrstraßenhebel nach unten bewegen lassen. Hervorragend, ja. Okay. Dann können wir das Signal, warte mal, jetzt muss ich in das Cheat Sheet gucken.
Moment, kannst du noch mal kurz, P2B war das, ne? Dann das müsste weiß, sich ne? Ja, genau. Quasi der Signalhebel P2 bewegen lassen. P2, ja, gucken wir mal. Nee, darf ich die Handfalle nicht anziehen? Das muss erst vorgeblockt werden, ne? Also die Wiederholsperre. Sorry, ich habe auch den falschen Hebel gegriffen, sehe ich jetzt gerade. Also, ne? Also P2 nach Beheim. So, da kann ich die Handfalle anziehen und ich ziehe und geht es aber nicht weiter. Genau, dann müsste man, glaube ich, diese Wiederholsperre, P2B. Ich gehe mal hier vor, sag mal, was du siehst. Der dritte von rechts. Hier, das hier, von und nach D-Stadt, ja. Fahrstraßenfestlegung. Ja. Ah. Nee. Aber die Fahrstraße ist festgelegt, ne? Also den Hebel hast du nach unten. Der Hebel ist nach unten, genau. Okay. Ist es der hier, nach D-Stadt? P2B, ach, dann ist es der zweite von rechts. Der hier. Gucken wir mal. Genau. Jo, ist weiß geworden. Dann können wir mal gucken. Gut, und jetzt müsste sich der Signalhebel durchziehen lassen. Jetzt gucken wir mal. Jo. So, ich lasse mal den Fahrdienstleiter durch, damit er zum Lokführer werden darf. Der Fahrdienstleiter wird jetzt zum Lokführer. Genau. So, und jetzt müssen wir uns, glaube ich, noch den Streckenabschnitt als besetzt melden. Auf dem Eingangsfeld. Warten wir erst, dass er gefahren ist. Genau. So, bevor wir jetzt irgendwas weiteres machen können, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, wir können jetzt, also das Stellwerk wird uns nicht lassen, die weiteren Handlungen vorzunehmen, weil der Signalhebel noch auf Fahrt steht. Also wir müssen den Signalhebel erst zurücklegen, vorher geht es nicht weiter. Das ist auch ganz wichtig für die Sicherheit, weil wenn wir den jetzt auf Fahrt stehen lassen würden und wir dass er nicht einer hinterher fährt. Genau. Das heißt, ich lege den zurück. So, und jetzt können wir diesen Block bedienen. Welches also von diesen Feldern auf dieser Seite links, könnte es sein? Das zweite von links sein. P2, das P4. Hier? Ich gucke mal, ob ich das drücken darf. Ja, kann ich runterdrücken. Ich kurbel. So, ja. Gut, dann wäre es, glaube ich, von unserer Seite jetzt. Der Zug ist jetzt schon durchgerauscht. Also ja, müsste man jetzt quasi den Vorstraßenhebel wieder auf Mittelstellung stellen können. Ja. Und jetzt kann man die Weichen wieder in Grundstellung befördern. Genau. Ein kurzer Hinweis noch aus der Regie. Die Rückstellung von den Signalen erfolgt in modernen Stellwerken übrigens nach Durchfahrt des Zuges schon früher. Da muss man das dann nicht mehr manuell sozusagen machen. Da wird das dann meistens auch elektronisch geregelt. Genau, also das ist ja hier die quasi die älteste Bauform, die wir in Deutschland haben. Und hier muss im Prinzip alles von Hand gemacht werden. Ne? Bei modernen elektronischen Stellwerken muss der Fahrdienstleiter im Zweifelsfall gar nichts mehr machen, weil das Stellwerk weiß, welcher Zug kommt und wo der hinfahren soll und alles selber einstellt und der Fahrdienstleiter überwacht nur noch. Richtig. Also das ist dann die modernste Technik. Zwei Anmerkungen Zeitpunkt noch an der Stelle. Der Fahrdienstleiter langsam nervös wird. Genau. Noch zwei Fragen. Kannst du noch einmal ansagen, wie man sich bewerben kann als Kandidat? Und es wird Ja, bitte. Wir sind also noch nicht fertig. Wir machen aber erstmal fertig. So. Okay. Der Aufpasser sagt, da fehlt noch was. Okay, fehlt? Die Weichen sind jetzt in Grundstellung. Jetzt muss ja jetzt eigentlich die Gegenstelle muss ja jetzt noch sagen, dass der Zug quasi dort angekommen ist. Ja, wir müssen den Befehl zurückgeben. Wir müssen den Befehl zurückgeben, genau. So. Fahrdienstleiter ist glücklich. So. Ja, hervorragend. Ich würde mal jemanden im Backoffice bitten, sich deinen Usernamen zu notieren, damit wir dir das passende Badge verleihen können als Fahrdienstleiter vom RC3. Oh, vielen Dank. Ja. Mit Ehre. Genau. Das erste Badge. Nutzername Hamari habe ich notiert. Vielen Dank. Hervorragend, super, cool. Machen wir im Anschluss, kann ich nicht versprechen, dass das jetzt während der Veranstaltung passiert. Kommt dann im Laufe. Jo. Vielen Dank.
Gerne. So. Vielen Dank. Die Frage war ja nochmal, wie man sich bewerben kann. Und es wird sich gewünscht, dass du den Gleisplan nochmal öfters einmal zeigst, weil der im Stream nicht, nicht immer ganz klar ist. Ja, also loggt euch mal bitte ein in rc3.world und in der Übersichtsseite, auf die man kommt, da gibt es einen Suchschlitz. Und wenn ihr da nach Stellwerk sucht, dann wird eine Reihe von Events angezeigt oder genauer 2x2, die sind aus irgendeinem Grund gedoppelt. Und wenn ihr da auf Remote Stellwerk Experience Kandidatinnen bitte hier entlang klickt, dann findet ihr eine Reihe von Links. Und da ist auch das Cheat Sheet bei und da gibt es auch den Gleisplan zum Angucken. Also wenn ihr das Cheat Sheet runterladet als PDF, da ist unter anderem der Gleisplan mit drin. Kann ich nur sehr empfehlen. Und da steht auch, wie ihr teilnehmen könnt. Das ist ganz einfach. Ihr kommt einfach in den Jitsi-Raum, jitsi.rc3.world/remote-stellwerk-experience. Steht aber auch drin, wenn ihr nach Stellwerk in der World sucht. Jo. Haben wir eine weitere Kandidatin? Sag doch noch einmal, wie man sich bewerben kann, bitte. Das wurde auch noch gefragt. Ja, kommt einfach in den Jitsi-Raum und unsere Assistentin wird zufällig eine Kandidatin auswählen. Dann ist es halt so. Wähl mal einfach jemanden zufällig aus. Jo. So, es sollte jemand jetzt freigeschaltet sein im Jitsi. Wenn die Person sich mal melden mag. Lofox ist dazu gekommen. Hallo Lofox. Einfach jemanden zu. Hallo, hörst du mich? Ja, es passiert gerade etwas. Guten Abend. Hallo. Hört man mich? Ja. Die klassische Frage unserer Zeit. Sollte jemand jetzt freigeschaltet sein im Jitsi? Ja. Hallo? Ja. Also ich höre Lofox. Lofox ist dazugekommen. Oder Lofox, sorry, wenn ich den Namen nicht richtig gehört habe. Ja, alles gut. Jo, ich gehe mal wieder hier rüber und guck mal, was der Fahrdienstleiter uns als nächstes als Befehl gibt. Ne? Passiert gerade etwas. Guten Abend. So, kannst du etwas tiefer schauen? Oh, Verzeihung, ja. Dankeschön. Okay, also jetzt haben wir Befehl bekommen. Fahrstraße A2 von Beheim nach Gleis 2. Das heißt, wir haben eine Einfahrt. Mhm. Ich gucke mal kurz in den Gleisplan. Von Beheim nach Gleis 2. Ich gehe mal rüber zum Gleisplan, dann können wir da nochmal drauf gucken. Okay. Ja, da sieht man das. Müsste jetzt vom oberen Gleis dann sein. Genau. Und das zweite von unten. Okay, genau. Dann schau mal bitte auf den Fahrstraßenhebel. Ja. Und da brauchen wir jetzt A2. So, ja, kannst du erkennen, welcher ist es? Das wäre links unten. Nochmal etwas tiefer gucken bitte. Ja. Genau, danke. Und da haben wir jetzt 2A, 2B... Dann die 3CD und die, was ist das, Riegel 2. Genau. Okay, dann bitte einmal zur Hebelbank. Du kennst dich aus, du verwendest die richtigen Wörter. Dann bitte einmal zur Hebelbank, genau. Und jetzt dann die 2A und die 2B. Genau, 2B. Dann die 3CD. No. Und den Riegel 2. Oh. So.
So. So, und dann mal gucken, ob der Fahrstraßenhebel runtergeht. Ja, der ist eingerastet. Wunderbar. Dann die Fahrstraße festlegen. Da müssen wir uns mal gucken. Da gibt es A von Beheim. Das klingt doch gut. Also der vierte von rechts, den bitte mal runterziehen. Das müsste ja nur ein Gleichstromfeld sein, oder? Also einfach einmal dran ziehen. Ah nee, es wechselt Strom. Bitte kurbeln. Immer diese Profis. Aber gut erkannt. Dankeschön. Das wäre auch gleich die Frage gewesen, was genau ich mit der Taste machen soll, ja? So. Ist festgelegt. Dann müsste jetzt, jetzt muss ich nochmal kurz in das, jetzt haben, genau, A2, genau, das ist dann die Fahrstraße, genau. Das heißt, der zweite von links, den Signalhebel bitte umlegen. So, der Lokführer macht sich auf den Weg. Der Lokführer fährt los, genau. So, Zug ist gefahren, von selber ist nichts passiert. Ich sage jetzt einfach mal, wir sitzen ja hier oben in dem Stellwerk AW, wir haben den Zug vorbeifahren sehen, wir haben auch den Zug Schluss gesehen, das heißt, wir wissen, die Strecke ist frei, der Zug ist vollständig an uns vorbeigefahren. Jetzt darf ich auch den Signalhebel zurücklegen. Genau. So. Und ich kann mal kurz gucken, kann ich hier schon zurücklegen? Geht noch nicht, weil eine Idee als Profi, warum darf ich den Fahrstraßenhebel noch nicht zurücklegen? Wir haben ja keine Gleis. Da muss jetzt der andere, also im anderen Stellwerk, weil der Zug endet ja im anderen Stellwerkbereich, muss erst Bescheid geben, dass der Zug auch am Halteplatz zum Stehen gekommen ist, oder? Ist genau richtig. Und wir sehen hier also unsere Fahrstraßenfestlegung. Die Scheibe ist immer noch weiß, das heißt, die Fahrstraße ist noch festgelegt. Wir haben hier im Stellwerk AW aber keine Möglichkeit, selber die Fahrstraße aufzulösen, weil wir nicht beurteilen können. Deswegen ist es Wechselstrom, weil es mit dem anderen kommuniziert. Genau, genau. Okay. Genau. So, und der Fahrdienstleiter da drüben. Ich gucke mal eben, ob der Bezugsschluss da ist, wo er stehen soll. Ja. Genau, und man sieht also, das Feld ist rot geworden und ich kann mal probieren. Jetzt zurückgehen, oder? Ja. Ja. Okay. So. Dann. So, jetzt, ich rufe mal an als Fahrdienstleiter BH. Was ist denn mit dem Zug? Ja, okay. Genau. Jetzt müssen wir auf jeden Fall jetzt müssen wir rückblocken. Also dem anderen Stellwerk sagen, dass der Zug auch angekommen ist. Mhm. Und also das wäre jetzt. Endfeld, genau. Also da bitte die Taste oben ziehen und kurbeln. Und welches von den vielen Endfeldern? Das ganz linke. Das hier? Mit ja, A? Genau. Okay. Das, was auch rot ist. Das ist auch rot, genau. Das ist genau die richtige Antwort. Na? Okay. Jo. So, und jetzt müssen wir dem Fahrdienstleiter wieder Bescheid geben, dass der Befehl erledigt ist. Das heißt, wir müssen jetzt den bitte einmal etwas tiefer, also das, was weiß ist, genau. Genau, das hier. Ja, da, genau. Von Beheim nach Gleis 2, Befehlsempfang. Genau, das ist A2, Befehl, den ziehen, kurbeln und dann die Hebelbank wieder aufräumen. Jo. Also alles wieder in Grundstellung packen. So, bitte die Profis wegzuschauen, was ich hier gerade mit einer Hand mache. Das kann ich mir hier im Lehrstellwerk erlauben, in einem echten natürlich nicht. Jo. Und ist der Fahrdienstleiter zufrieden? Der Fahrdienstleiter nickt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank und tolle Aktion. Ja. Ja, sehr schön. Hinterlass bitte auch deinen Namen, deinen Kürzel, damit wir dir in der World auch das Badge verleihen dürfen. Bist du in der World auch Lofox? Nee, da heiße ich anders, aber ich schreibe euch das. Super, danke. Sehr schön. So, dann würde ich Andreas bitten, mal sich ein Telefon komisch vor den Kopf zu schnallen. Ich würde mich nämlich gerne mal kurz hinsetzen und was trinken, nachdem ich hier so lange gesappelt habe.
Dann tauschen wir jetzt mal kurz. Unterhaltet euch mal untereinander. Ihr habt ja einen sachkundigen Menschen mit im Jitsi, der euch Fragen beantworten kann. Oh Gott, das ist ja Druck hier. Ja, sehr gut. Bitte macht die Mikros einmal stumm noch, wenn das geht. Ich schaue einmal in das Pad rein mit den Fragen. Einen kleinen Moment. So, ich kann nichts kicken, aber ich hoffe, ihr könnt mich hören. Es geht gar nichts mehr. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Wir hören dich noch. So. Ich höre was. Ja, wir sind auch noch da. Okay. Wir hören dich auch sehr gut. Sieht man mich? Ja, wir sehen die Kopfkamera. Gut, dann. Ich fand das nicht. Leider ganz viel Lynch. So. Geht's immer noch? Sieht man mich? Man sieht jetzt die Kopfkamera. Ja, genau. Sieht mit man zwei Daumen nach oben, ja. Winken. Okay, sehr passt. Schön. Ich hätte ein paar Fragen. Ich habe die dann doch mal aufgespart. Die kannst du ja nochmal beantworten. Frage 1 von Reini 1 aus dem IRC. Muss man eure Weichen verriegeln? Und wenn nein, warum nicht? Also verriegeln, also wir müssen da unterscheiden zwischen verschließen und verriegeln. Also die Weichen werden für die Fahrstraßen verschlossen. Das ist halt ein Verschluss, der im Stellwerk stattfindet. Auf der Rückseite, dafür haben wir hier den Verschlusskasten. Ich versuche da mal unfallfrei durchzukommen. Stefan, legst du mal bitte den Hebel der Weiche 2b um? Und wackelst dann mal am Fahrstraßenhebel P4. So, ich weiß jetzt nicht, was man da so sieht, aber ich versuche das mal irgendwie, dass man den Verschlusskasten sehen kann. Und dann müsste man jetzt sehen, wie sich da eine Schubstange bewegt und wie zum Beispiel hier sich etwas über einen sogenannten Verschlussbalken bewegt. Ja, du musst ein wenig weiter runter gucken nochmal. So? Ja, so, perfekt. Mhm. Genau, das ist der Verschluss. Das ist etwas, was ich mit dem Fahrstraßenhebel mache, damit ich den während der Zugfahrt einen Weichenhebel nicht umlegen kann. Das ist zu unterscheiden von einem Riegel. Ein Riegel ist etwas, was sich am Weichenantrieb draußen befindet. Und zusätzlich zum Weichenantrieb befinden sich, also da ist ja, da kann ich hier kein Beispiel für, aber da gibt es den Antrieb, der mit einer Stellstange die Zunge der Weiche, das ist der bewegliche Teil, bewegt. Und ein Riegel ist ein zweites Teil, was an der Weiche dran ist, in einem eigenen Kasten, der an jeder Zunge eine weitere Stange hat. Und der hat eine Riegelscheibe, mit der er die Zungen der Weichen zusätzlich verriegelt. Das wird verwendet, wenn ich unter bestimmten Bedingungen. Bestimmte Bedingungen heißt, die Weiche wird mehr als mit 65 km pro Stunde gegen die Spitze befahren. Oder sie ist mehr als, nagelt mich nicht drauf fest, 150, 250 Meter vom Stellwerk entfernt, Drahtentfernung, nicht Luftlinie. Da gibt es also eine ganz lange Liste, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, dass eine Weiche geriegelt werden muss oder da alternativ. Da geht es also darum, dass der Zug die Weiche nicht auffahren kann. Genau, das ist ein zusätzlicher Verschluss, den gibt es auch nur bei mechanischen Stellwerken. Okay. Bei elektrischen Antrieben, elektromechanisch, Relais oder elektronisch gibt es das so nicht. Ich sehe jetzt gerade bei dir keine Kamera. Wir müssen gleich mal schauen, wie sich das im Stream verhält. Aber wir hören dich weiterhin. Deswegen stelle ich dir weiter mal kurz eine Frage. AVDEXG fragt, warum ist der Standard der 2B nicht gerade? Antwort relativ einfach. Aus Gründen. Weil Leerstellwerk. Das okay. ist hier einfach nur, damit man bei den Fahrten aus Gleis 4 in diese Falle reinläuft. Das wäre okay. genauso die Frage, warum ist die Fahrstraßenfestlegung A in Wechselstromfeld und das Fahrstraßenfestlegung B in Gleichstromfeld. Einfach damit wir hier alle Varianten mal haben. Okay, so im Stream ist die Kamera jetzt auch gerade aus. Also ihr müsstet euch bitte einmal gucken, darum kümmern, dass die Kamera wieder ein Bild sendet. Irgendwie gucken. Darf ich parallel weiter was fragen? Ja, klar. Alles klar. Ralisi fragt, werden die Hebel nach jeder Fahrt immer zurückgelegt?
Nein. Also. Warte, wir haben gerade ein Problem mit der Kamera. Okay. So. Jetzt haben wir wieder ein Bild. Okay, da poppte was auf und das konnte ich nicht sehen, weil das einfach zu dicht bei mir vom Kopf halt hängt. So. Kein Problem. So, jetzt. Ihr müsstet jetzt irgendwie Sandra sehen können. Ja, es passiert. Ja, wir bitten nochmal um Entschuldigung. In dieser Live-Situation ist das alles ein wenig komplizierter, das alles handzuhaben. Gut. Kann man was sehen? Jetzt sehen wir dich wieder, ja. Vielen Dank. Super. Genau, werden die Hebel nach jeder Fahrt zurückgestellt? War die letzte Frage. Ja, die letzte Frage. Ja das soll so sein. Jetzt haben wir zwei Mikros. Erreichen. Sorry. Ich stelle mich stumm. Sekunde. Also wenn eine Zugfahrt beendet ist und ich habe im direkten Anschluss eine weitere Zugfahrt, die Weiche in der gleichen Lage benötigt, dann lege ich die Weiche nicht zurück. Ansonsten gehen die Weichen immer wieder in die Grundstellung zurück. Das gilt zumindest bei mechanischen und bei elektromechanischen Stellwerken. Das ist nicht bei Relais und bei elektronischen Stellwerken. Die bleiben so liegen, wie sie gerade sind. Okay. Außer in Sonderfällen. Gut. Regel nochmal erklären, hatten wir gerade schon erledigt. Damit sind die Fragen soweit erstmal abgehakt. Ich glaube, ich muss mal gerade gucken. Ich hatte hier, ja, ich habe hier sogar eine Skizze von einem Riegel. Ich weiß noch nicht, ob ich mit der Kamera ob das vernünftig funktioniert. Wir haben hier so viele Sachen an der Wand. Also möglicherweise ist das jetzt zu erkennen, dass hier ein Riegel, so würde das aussehen. Und hier sind zwei Riegelstangen, die halt zu einer Weiche rübergehen. Und hier sieht man den Riegelkranz, der sich dann dadurch bewegt, sodass man eine ungefähre Idee hat. Ja, das ist jetzt im Bildausschnitt. Ja. Okay, weil ich kann es selber leider gerade nicht sehen. Wir haben eine weitere Person. Genau. TWE ist doch schön. Ist jetzt im Jitsi. Jo, genau. Ihr müsstet mich jetzt auch hören können. Richtig. Hallo. Dann brauche ich mal den Stefan hier. Kann man mich gerade mal eben, ich muss Stefan mal kurz was erzählen. Kann man mich hier kurz stumm schalten? Kleine Geheimnisse hier. Ich glaube, ich kann dich kurz stumm schalten. Kleinen Moment. Ja. Ich glaube, es funktioniert nicht. Na, oder doch. Ja, parallel auch noch zu machen, da bräuchte ich deinen vierten Monitor. Vielen Dank dafür. Ich glaube, Andreas ist noch stumm, oder? Könnt ihr Andreas mal wieder nicht stumm schalten? Ja, das machen wir gerade. Ganz klar, Moment. Nee. Das war ja remote. So. Seid ihr soweit? Wir müsstet dann wieder die Stummschaltung aufheben, bitte. Okay, Stummschaltung wird aufgehoben. Jetzt einen Moment, bitte. Es wird daran gearbeitet. Geht gleich weiter. Ich dachte, ihr hättet Andreas den Mode stumm geschaltet. Deswegen müsstet ihr es beim Mode auch wieder aufheben, oder? Ach, ich. Kann man mich hören? Jo. Ja, sehr schön. Häckerle hat gerade gefragt, kann man das Lehrstellwerk in Aumühle außerhalb der Pandemie auch besuchen und in Real Life ausprobieren? Ja, definitiv. Also
Wir haben, also außerhalb der Pandemie hat das Museum jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Wer ins Lehrstellwerk kommen möchte, sollte sich vorher ankündigen. Auf unserer Webseite von vv-museumsbahn.de im Impressum sind Kontaktdaten hintergelegt. Wenn man dann nämlich sagt, man möchte das Lehrstellwerk besuchen, dann können wir einen Termin abmachen, weil es ist nicht immer alles geöffnet, weil es muss jemand vor Ort sein, der sich damit auskennt. Und das ist halt nicht immer der Fall. Aber einfach Bescheid sagen darüber, da gibt es eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer und dann können wir einen Termin abmachen und dann können wir, wenn Corona durch ist, natürlich gerne hier uns austoben. Sehr schön. Sollte es mal wieder eine Chaos-Veranstaltung in Hamburg geben, wird es auch auf jeden Fall eine Hacker-Tour geben, das ist versprochen. Das klingt sehr gut, ich werde das auch wahrnehmen. Jetzt ist TWE dran und ich melde mich für eine Minute kurz ab. Okay, dann warten wir jetzt erstmal auf eine Anforderung. Ja. So, gut. Ist unser Kandidat, unsere Kandidatin da? Ja. So, ja, hallo. Dann. Jetzt geht es erstmal um die Anforderung, ja, dass ein Zug von irgendwo nach irgendwo anders hinfährt. Genau. Das ist jetzt von P2 nach D-Stadt, also Gleis 2 nach D-Stadt, wenn ich es richtig sehe. Ja. Die Anforderung, die wir bekommen. Und dann steht, wie wir jetzt gelernt haben, auf dem Weichenhebel oder auf dem Sperrhebel darunter, welche Weichen wir umstellen müssen. Genau, das sind die Fahrstraßen. Also ich gehe da mal so ein bisschen in die Knie. Ja. Ich muss nochmal anmerken, ich kann es selber nicht sehen, weil ich habe das Handy direkt vor den Augen. Ja. Das dann A2, 2A, 2B, 3CD und wieder der Riegel 2. Okay, P2D. Dann, du sagtest? 1 war das, meine ich. Genau, 1 muss auf geradeaus stehen, den Flaggenschutz. Auf geradeaus? Das müsste sie jetzt eigentlich gerade tun. Nee, Quatsch, da habe ich jetzt falsch geguckt. Eins muss umgelegt werden. Eins umlegen? Ja. Okay. 2a und b waren das, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. So. 3 war, glaube ich, auch noch cd. Und der Riegel 2 dann noch. Und der Riegel 2. So, dann müssten wir, wenn ich alles mir richtig gemerkt habe, die Strecke sperren können. Ja, die Fahrstraße verschließen. Ja. Genau. Was haben wir da? P21D. So. P2D. So, dann hatte ich vorhin auf den falschen Hebel geguckt. Ich habe den daneben vorgelesen. Genau, das ist P2B. Ja, dann muss im Endeffekt wieder alles nach oben. Gut, dann stelle ich mal zurück. Ja. Ich fange mal mit dem Riegel an. Ja. Und dann jetzt so, wie es mir hier gerade kommt. Ja, dann können wir wahrscheinlich direkt den sperren, wenn ich es richtig sehe. Gut, Fahrstraßen verschließen. Jo, und dann das Signal P2 geben. Da haben wir zwei Stück. Ein bisschen nach unten. Das erste nach D-Stadt geht das ja. Mhm. Stimmt, wir müssen ja erst noch die Anforderung stellen, dass wir den Zug rausschicken. Was war das? Die Anforderung haben wir, das ist der sogenannte Befehl, den haben wir ja bekommen. Ja. Wir mussten doch noch irgendwie rausgeben. Genau, wir müssen sicherstellen, dass der Fahrstraßen über sich nicht zurücklegen lässt. Und ja, zu dem Fahrstraßenverschluss. Ja. Kommt jetzt die Fahrstraßenfestlegung. Da müssen wir oben dann den entsprechenden Hebel runterdrücken.
und an der Seite kurbeln. Also das ist jetzt hier. Ne? Von P2 nach D-Stadt, Fahrstraßenfestigung, genau, genau, darüber den Hebel. Ne? Ja. Genau. Muss ich kurbeln? Glaube nicht, ne? Achso, da muss man nicht kurbeln. Jetzt kann man das hatte vorhin schon jemand erwähnt, es gibt Gleichstrom- und Wechselstromblockfelder. Die Wechselstromblockfelder sind die mit diesem schwarzen Zeiger, da muss ich kurbeln. Die okay. haben auch immer irgendwo anders ein zweites Blockfeld. Und die Gleichstromblockfelder, die sind für sich alleine, die haben diesen schwarzen Zeiger nicht. Die werden einfach mit einem einfachen Stromstoß wieder ausgelöst. Okay. So, jetzt haben wir es festgelegt. So. Und jetzt kann man ein Signal ziehen, ja. Geht nicht. Geht nicht? Geht nicht. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen gemein, was ich gemacht hatte. Das ist etwas, da müsste jetzt nämlich, wir haben nach D-Stadt ist so eine kleine Sonderlocke, man kann das da oben sehen. Nach Beheim ist es zweigleisig, nach Stehstadt ist es eingleisig. Und, ja. Da haben wir das Problem mit dem Gegenverkehr. Und deswegen ja. haben wir hier nämlich, also wir haben ja hier das Endfeld, das Anfangsfeld nach Beheim. Ja. Und hier haben wir das gleiche nach D-Stadt. Und hier haben wir zusätzlich ein Erlaubnisfeld. Damit regeln wir die Fahrtrichtung. Und momentan ist das Feld rot, weil momentan darf nur D-Stadt hier reinfahren. Und etwas, was wir hier komplett weggelassen haben, weil das war sonst zu kompliziert, eigentlich müssten wir Zugmeldungen machen und mit den anderen Fahrdienstleitern telefonieren und die Züge ankündigen. Das haben wir uns jetzt gespart. Und Stefan ist jetzt schon mal nach D-Stadt gelaufen und gibt uns jetzt einfach die Erlaubnis rüber und dann sehen wir gleich, wie das hier weiß wird. An der Stelle nochmal der Hinweis, wir haben noch ein Echo, also ich möchte nochmal alle Leute in dem Jitsi bitten, die Mikrofone auszuschalten und die Teilnehmer, die jetzt schon dran waren, möchte ich auch bitten, dieses Jitsi zu verlassen und wieder auf den Stream zu wechseln, das wäre super, vielen Dank. Gut, jetzt haben wir eben die Erlaubnis bekommen und ich ziehe jetzt nochmal am Hebel, ne? Ja. So, jetzt haben wir auch da oben, da hat jetzt ein grünes Licht und müsste der Zug raus. Jetzt müsste Stefan mal den Zug fahren lassen. Herr STB. Herr STB hat sein Handy bedient, gerade eben habe ich gesehen. Das weckt böse Erinnerungen. Ja, genau, das machen wir hier nicht. Und Ersatzsignale haben wir auch nur in D-Stadt und nicht in Adorf. Glück gehabt. So, ich habe gar nichts gesehen. Ja, wenn der Zug rausgefahren ist, dann können wir das Signal wieder zurückstellen. Mhm. So, dem Fahrdienstleiter, also unserem, müssen wir dann noch bestätigen, dass wir das ausgeführt haben. Und die Sperre müssen wir noch wieder aufheben. Da kann ich mal nicht drücken. Aber es ist auch genau der Grund. Aber das ist dann schon erwähnt und jetzt kann ich den Befehl zurückgeben. Eine Sache fehlt noch. Setz mich mal hin. Wir müssen nach Deheim noch ankündigen, dass wir den Zug abgeschickt haben. Genau. Wir haben hier unten noch unsere Streckenwiederholungssperre. Die hat noch ausgelöst. Und wir geben jetzt nach Debach Bescheid. Zug ist raus. Und verschließen damit auch unsere Ausfahrsignale. So. Tatsächlich richtig. Ja, bitte hinterlass auch bei der Regie deinen Kürzel, bitte. Jo. Mache ich. Dann können wir bist du auch TWE? Ich bin auch TWE, ganz genau. Ich schalte mich stumm, das Rest können wir per Chat machen, dann könnt ihr mit dem nächsten anfangen. Alles TWE? Gut, habe ich schon notiert. TWE ist Teutoburger Waldeisenbahn? Nein, das ist Kürzel, welches ich an der Universität damals hatte. Ich komme ganz aus der Nähe von Schönberg. Also Schönberg kann ich hinfahren zum Einkaufen. Ja, die TWE ist hier relativ bekannt, weil die hat vor ein paar Jahren hier einen richtigen Lockdown gemacht. Die ist
in der Nähe von Rotenburgs Ort, am Rangierbahnhof Bilburg, sind die mit einer Lok abgestürzt, also richtig Lockdown irgendwie. So 5 Meter runter auf die Straße. Die sind auf dem falschen Gleis gewesen, haben Prellbock überfahren und dann sind sie da die Straße da runtergefallen. Hört sich nicht gut an. Haben aber alle überlebt. Nur ja, Sachschaden. Jo. Gut, dann danke für die Erfahrung und ja, gucke ich auch mal, dass ich mal irgendwann vorbeikomme. Dankeschön fürs Mitmachen. Jo, bitte. So, vielen Dank an unseren dritten, die dritte Kandidatin. Es sind einige Fragen angekommen. Erstmal Feedback, vielen Dank, viel positiv. Das macht allen sehr viel Spaß. Eine Frage zu der Räumlichkeit. Hat das ZS3V mit dem Kennlicht 3 da eine Funktion? Nein, hat es nicht. Also das ZS3, was wir hier hinten, das ZS3V hier hinten, das haben wir geerbt. Das stand bis vor ein paar Jahren am Kiel Hauptbahnhof und ist dann dort entfernt worden, durch ein anderes ersetzt worden. Und durch persönliche Verbindungen haben wir es geschafft, ein ZS3V und das zugehörige ZS3 zu bekommen. Das ZS3 haben wir links eingelagert. Ich kann es jetzt nicht aufmachen auf die Schnelle, aber es ist eine ganz interessante Technik. Da sind tatsächlich einfach nur gelbe Lichtkappen drin und dann Lichtleitfasern und dann sind da ganz normale Halogenstrahler, wie man sie zu Hause an der Decke hat, eingebaut. Man könnte es auch umbauen. Es kann die Ziffer 3 und die Ziffer 2 anzeigen. Ziffer 3, Tempo 30, wird angezeigt, wenn ein Zug einfährt, der keinen Durchrutschweg hat. Also beim Kiel Hauptbahnhof ist das ja sind der Stumpfgleise, da sind hinten ist ja ein Kopfbahnhof, der endet ja auf dem Prellbock. Und dann fährt man mit Tempo 30 ein und die 2 mit Tempo 20 wird angezeigt, wenn man ungewöhnlich früh halten muss. Wir haben ja gerade über Schönberg gesprochen, da sind ja Strecken ausgebaut worden und da sind weitere Gleise hinzugekommen, das Gleis 2a. Und das ist kürzer als die anderen Gleise, da fährt man dann mit Tempo 20 nur rein. Aber da ist umgebaut worden und dann ist das über gewesen und dann ist es bei uns gelandet. Ist aber noch nicht umgebaut, da sollte noch ein bisschen Technik rein zum Umschalten. Vielen Dank. Dann gab es eine allgemeine Diskussion zum Thema Eingleisigkeit und Befehlsübergabe mit dem Nachbarstellwerk, was ja gerade kurz angeschnitten wurde. Kannst du da vielleicht nochmal den Kontext geben? Was macht der FDL? Was macht der Weichenwärter? Wie läuft das ab? Ja, das Ganze läuft so ab. Das ist etwas, was ich kurz erwähnt hatte, dass wir hier ganz weglassen. Normalerweise machen wir ja Zugmeldungen auf solchen Stellwerken meistens telefonisch. Das heißt, der eine Fahrdienstleiter ruft den nächsten an. Bei zweigleisigen Strecken ist es relativ einfach. Da sagt er dann nur, ne, hier Fahrdienstleiter Adorf, Zugmeldung, Zug 41, 47, Adorf voraussichtlich ab 25, das ist dann die Minute 25 der Stunde. Der andere schreibt es sich dann, also beide schreiben das auf, das wird protokolliert. Und damit weiß der Fahrdienstleiter dann an der nächsten Betriebsstelle auch, welcher Zug als nächstes kommt, falls sich die Reihenfolge ändern sollte. Bei eingleisigen Strecken wird zusätzlich angeboten. Das heißt, ich rufe den anderen Fahrdienstleiter an und sage dann, Zugmeldung, wird Zug 4711 angenommen. Und der andere kann dann sagen, Zug 4711 ja. Und dann geht das wie gewohnt weiter, ne, mit voraussichtlicher Abfahrt. Oder der andere sagt, nein, warten. Weil es könnte ja zum Beispiel sein, eingleisige Strecke, ich habe irgendwo nur ein einzelnes Überholgleis und ich fahre dem sonst den Bahnhof dicht und dann geht gar nichts mehr. Auf moderneren Stellwerken gibt es automatische Zugnummernmeldeanlagen. Da wird das dann in so ein kleines Gerät eingetippt, das aussieht wie so eine etwas größere Rechenmaschine aus den 80er Jahren. Da kann ich die Zugmeldung darüber machen. Oder bei elektronischen Stellwerken ist es oft auch integriert in das Stellwerk selber, dass es dann automatisch geht und irgendwo ist ein Zugnummerndrucker, der das dann einfach auf Papier mit protokolliert. Und man wundert sich, wie viel alte Technik da noch rumsteht. Das ist wirklich viel. Da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Könntest du nochmal sagen, wie viele von diesen mechanischen Stellwerken tatsächlich noch im Einsatz sind? Also ich habe die aktuellen Zahlen nicht, aber so relativ frisch sind die noch. Vor 2 Jahren oder so waren wir bei ungefähr 600 mechanischen Stellwerken in Deutschland. Dazu waren wir dann bei ungefähr 300 elektromechanischen Stellwerken. Ich gehe da mal rüber, da hat man eine ungefähre Idee. So sieht das aus. Das ist hier der Bahnhof D-Stadt. Das ist dann so mit Drehschaltern. Und da sind die Verschlüsse noch mechanisch. Da ist aber auch sehr viel Relais drin verbaut. Der gesamte Unterbau unten ist mit Relais gefüllt.
Und die Signalhebel werden auch noch mit Sperrpendeln und Elektromagneten dann festgehalten oder freigegeben. Das sind da ungefähr 300 Stellwerke. Dann kommen wir zu den Relaisstellwerken, reine Relaisanlagen, die man nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut hat. Da sind wir dann bei ungefähr 1600 um Mumbai. Und dann sind wir bei ungefähr 500 elektronischen Stellwerken. Bei elektronischen Stellwerken wird es ein bisschen schwierig, weil was ist jetzt ein elektronisches Stellwerk? Dann sprechen wir dann von Unterzentralen und Betriebsleitzentralen und Ähnlichen. Da sind die Übergänge dann ein bisschen verschwimmend. Und vor allen Dingen, wenn wir es jetzt umgekehrt aufdröseln, wie viele Weichen in Deutschland hängen an einem mechanischen Stellwerk und wie viele hängen an einem Relaisstellwerk, sind die Verhältnisse natürlich ganz anders. Weil mit Relaisstellwerken und elektronischen Stellwerken habe ich viel größere Bereiche. Und mechanische Stellwerke sind eher kleinere Art. Wir haben hier noch so ein paar Bilder. Ich weiß nicht, ob man das so einigermaßen erkennen kann. Hier oben haben wir Bilder vom Stellwerk Söldorf in Hamburg. Das Stellwerk ist von 1927, ist noch in Betrieb, ist ein bisschen mal modernisiert worden. Oder hier hinten in Debach haben wir Bilder vom Stellwerk in Blankenese, auch in Hamburg. Und das Stellwerk ist von 1925. Also darf man nicht vergessen, das Stellwerk ist jetzt 95 Jahre alt, ist noch in Betrieb, ist vor ein paar Jahren erweitert worden. Da ist ein Gleis verkürzt worden, da kam ein Fahrstuhl rein zum behindertengerechten Zugang und damit fehlte der Durchrutschweg und da sind wir wieder mit Tempo 30 und Tempo 20 einfahren und da musste dieses Stellwerk nochmal umgebaut werden. Ist noch im Einsatz, 95 Jahre alte Technik. Ja, also nochmal vielleicht als Kontext dazu, der Umrüstprozess läuft noch. Also wir haben sehr viele dieser Stellwerke noch im Einsatz. Wenn man sich zum Beispiel eine Strecke anguckt, die relativ viel Verkehr hat zwischen Hannover und Hamburg, die ja da über Celle, Uelzen, Lüneburg führt. Dort sind viele Stellwerke schon umgerüstet. Eine quasi parallel laufende Strecke, eingleisig die Heidebahn, die über Soltau nach Buchholz in der Nordheide fährt, läuft. Dort sind sehr, sehr viele örtlich besetzte Stellwerke noch vor Ort, wo man wirklich auch noch schön am Bahnsteig sieht, wenn der Fahrdienstleiter die Weiche umlegt, dann weiß man, gleich wird hier das Einfahrsignal gezogen und dann kommt mein Zug. Ja, also da ist noch... Da wird auch noch richtig investiert. Also in Handeloo ist vor ungefähr bei 10 Jahren sind die Bahnsteige umgebaut worden und dabei hat man dem Bahnhof gleich neue Spannwerke verpasst. Also draußen stehen ja, die Drahtzüge, wenn ich von einem Weichen- oder Signalhebel rausgehe zum Antrieb, dann habe ich da ja Drahtzüge, die müssen gespannt werden, weil die Länge Sommer wie Winter ändern und da gibt es Spanngewichte und da sind neue Spanngewichte eingebaut worden. Ja, man kann solche Infrastruktur nicht einfach umbauen. An so einem Bauprojekt hängt wahnsinnig viel Aufwand, ja, weil das alles reguliert ist. Die ganze Safety wird abgenommen. Es gibt ja auch immer noch das Eisenbahnbundesamt, was die Aufsicht für die Eisenbahn in Deutschland hat. Und diese Sachen werden halt überwacht. Diese Pläne müssen geprüft werden. Also das ist immer eine sehr hohe Investitionssumme. Deswegen dauert es auch so lange, bis dieser Rollout in Deutschland überhaupt passiert. Ja. Mein Signal Angel war gerade hier gewesen oder einer von uns vor Ort. Hami? Ja. Wir haben eine weitere Person in der Warteschleife. Sehr gut. Herr STB, entweder machst du Weichenwärter, nimmst die Kamera wieder oder du machst Fahrdienstleiter. Ja, mache ich Fahrdienstleiter. Er hat ja auch hier das entsprechende Outfit, ne? Fahrdienstleiter Adorf. Und im Design, sehr schön. Und eine Frage vielleicht noch, kann man im Lehrstellwerk auch schriftliche Befehle geben? Ja, kann man. Also das Stellwerk wird ja, wie gesagt, auch von der DB momentan genutzt. Deswegen liegen hier auch, das ist keine Deko, ne? Hier ein Fernsprechbuch liegt hier aus, das ist hier verwendet worden. Und wir haben hier, weiß ich jetzt gerade gar nicht, da sind noch ein paar Warnschilder und da hinten liegen irgendwelche Zugmeldebücher. Wir haben da viele Sachen erstmal beiseite geräumt. Wir haben auch Berge an Befehlsblöcken und es gibt ja auch ein paar Sachen, die wir hier nicht genutzt haben. Hier oben sind die Anschalter für die Streckentastensperre. Das hier übrigens ist das Lokführerpult. Da sieht man so ein paar Kippschalter an der Seite. Da kann man dann gezielt Störungen einbauen per Kippschalter. Und ein Grund, warum wir dieses elektromechanische Stellwerk nicht verwenden. Man sieht hier oben dann die diversen Tasten, die dazugehören.
da sind dann halt die ganzen Sonderfälle, die wir haben, wenn wir jetzt eine Weiche nicht umstellen können, zum Beispiel, oder Signal nicht funktioniert, dass man solche Sachen hier alle nachbilden kann. Sehr schön. Eine kurze Frage vielleicht noch, bevor die nächste Kandidatin reinkommt. Euer Gleisplan zeigt keine besetzten Gleise. Simulationsbedingt? Fragezeichen. Doch, da ist doch was. Da ist was rot. Okay, so ist es besser sichtbar. Ja, man hat das vorher in der Kamera nicht so gut erkannt. Ja, jetzt erkennt man das. Es ist sehr funzelig. Also das ist alles noch in der Technik der 60er Jahre. Also unsere Vorgänger haben hier mal ein bisschen dran gearbeitet. Dann haben diese bunten Plastikkappen auf die Signale oben raufgepackt. Weil vorher waren das Glühbirnchen, die wohl in Tuschfarbe getaucht waren. Und die waren dann entweder gelb mit rosa Touch oder gelb mit leichten grünen Touch, und das war kaum zu unterscheiden. Okay. Und die Ausleuchtung ist ausbaubar. Alles klar. Ich glaube, wir können jetzt rübergehen. Ich glaube, unsere nächste Kandidatin ist Akku Lady. Ist das richtig? Jo, das bin ich. Entschuldige bitte für die Zeit. Wir hatten einige Fragen angesammelt. Nee, ist ja überhaupt kein Thema. Ich finde das total interessant. Also von daher, mein Mann macht jetzt nur gerade den Ton vom Stream aus, damit es hier kein Echo gibt. Ich verstehe nicht sehr gut, danke. Alles klar, wunderbar. Ja, hi, erstmal vielen Dank. Das ist total interessant. Ich finde es echt spannend. Ja, ja, es macht uns auch Spaß. Merkt man. So, eigentlich müsste ich gerade meckern, wie ich hier sehe. Da ist auch von D-Stadt ist dazu noch nicht angekommen. Aber das wollen wir jetzt gar nicht beackern. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich das jetzt auch alles erkennen kann hier. Ja, noch warten wir darauf, dass unser Fahrdienstleiter überhaupt einen Befehl gibt. Weil wenn ich das hier richtig sehe, ist hier eigentlich noch... Im Jitsi kannst du das Bild, das Kamerabild anklicken, dann wird das groß. Ja, habe ich auch. Ah ja, jetzt sehe ich, da ist P4 aus Gleis 4 nach Beheim. P41, da hat sich was getan. Dann müssten wir jetzt runter gucken bei den Fahrstraßen, welche Gleise da sind. P41, da sehe ich ein P41. P41B, das müsste das sein. Das zweite von rechts oben. Genau, die Schreibweise ist, die Fahrstraße hat die gleiche Bezeichnung wie das Signal. Also das Signal ist dann P4, ja. Die Fahrstraße auch P4. Die hochgestellte Zahl ist die Geschwindigkeit. 1 ist schnell fahren, 2 ist langsam fahren. Und dann steht als Index unten die Richtung. Und B ist dann B. Okay. Alles klar. Das heißt, wir müssten. Wir müssen erst die Fahrstraße blockieren. Ne? Wie war das jetzt? In welcher Reihenfolge war das jetzt nochmal? Ah, Hilfe! Ich blamier mich gerade wieder glorreich hier. Kein Problem, das ist ein dreijähriger Ausbildungsberuf, das muss man nicht an einem Abend alles können. Wegen Verzögerung im Betriebsablauf. Verzögerung im Betriebsablauf. Ich überlege jetzt gerade nur. Alles gut. Alles gut. Müssen wir jetzt erst die erst die Weiche stellen, meine ich. 2B. Genau. Genau. Einmal die Weiche 2B bitte umlegen. Die 2B. Okay, dann will ich mal. Die 2B. Sorry, ich habe gerade irgendwie Knoten im Hirn. So. Dann bitte wieder einmal zurück und die Fahrstraße unten dann sperren. Das heißt also den zweiten Hebel von rechts nach oben. Genau, der Fahrstraßenverschluss. Das Fahrstraßenverschluss, genau. Das heißt, ich kann jetzt den Hebel nämlich nicht mehr ziehen. Ich kann jetzt hier so viel dran rumwackeln. Genau, deswegen, ich hatte jetzt gerade nochmal überlegt, aber klar, der Verschluss war ja, dass sich der Riegel dann rüberlegt und so weiter und so fort. Genau, das war auf der Rückseite. Das war das, was wir gerade auf der Rückseite gesehen haben. So, bevor wir jetzt das Signal umlegen können, müssen wir jetzt noch die Fahrstraßenfestlegung machen. Ja. So, und das war... Wann war das denn? Das zweite von rechts, da steht eine P41 dran. Genau. Das sieht gut aus. Gleichstrom muss ich einfach nur drücken, genau. Und jetzt können wir das Signal P4 umlegen. P4. Genau, dann P4. Nehmen wir das mal hier. Das bitte einmal umlegen. In die Richtung. Ja, unser Lokführer geht zur Arbeit.
Und wir sehen da oben, wie er rausfährt. Gleich löst es aus und mit leichter Verzögerung. Jawohl, das heißt, wir können das Signal jetzt wieder zurückstellen. Das P1 kann jetzt wieder nach oben. Den Hebel wieder hoch. Irgendwann müssen wir den Leuten da in Beheim auch nochmal sagen, dass der Zug durch ist. Ne? Können wir das einmal dann erst zurücklegen? Wie war das jetzt nochmal? Hier, ja, die Reihenfolge. Nein, wir haben schon zurückgelegt. Ja, genau. Ich überlege jetzt gerade, muss jetzt erst die Fahrstraße oder melden wir jetzt erst nach Beheim, dass der Zug da durch ist? Ja, es geht beides, um die Frage zu beantworten. Wir machen immer erst den Streckenblock, weil wenn wir jetzt hier irgendwo anders uns hier nicht fertig werden, der Zug kommt sonst am nächsten Betriebsstelle an und wir haben noch nicht mal vorgeblockt. Also das ist nichts Gefährliches, okay. Da passiert nichts. Das ist dann nur, dann steht da hinten auch ein Fragezeichen beim Fahrdienstleiter und sagt so, ey, ich soll jetzt hier zurückblocken, der Zug ist da und du hast noch nicht mal vorgeblockt. Deswegen machen wir das als erstes. Also erstmal zurück alles, zurückstellen, das heißt die Fahrstraße wieder freigeben, ne? Okay, Fahrstraßenhebel zurücklegen, sagst du? Ja, oder? Den Fahrstraßenhebel zurücklegen. Habe ich Die Weiche zurückstellen. Ja. Und jetzt dann melden, dass wir alles erledigt haben, dass der so weiter hier fahren ist. Befehl das zurückgeben, meinst du? Den Befehl zurückgeben, genau. Ich sehe gerade gar nichts. Na, da muss ich leider ein bisschen dicht rangehen. Okay. So, jetzt wird der Fahrdienstleiter in Beheim nervös. P41 ist der zweite von links, ne? Genau. Ich hatte eben schon mal raufgeguckt, ne? Da unten sehen wir noch die Streckenwiederholungssperre, ne? Die hat noch ausgelöst, aber die ist noch nicht eingerastet. Mhm. Ich block dann jetzt vor. Ja. Alles fertig. Das war richtig. Hey! Mit ein bisschen Zeitverzögerung, aber so. Ja, morgen früh 4.30 Uhr Dienstbeginn in Söldorf. Kann man das hier im Stellwerk irgendwie Mörs oder so machen? Cool. Hinterlässt du deinen Namenskürzel dann auch wieder, dein Nickname bei der. Ist der gleiche. Also, genau, ja, aber das, klar. Dass man dann dir dein Badge zukommen lassen kann. Habe ich notiert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. So, Andreas, kannst du und willst du noch oder sollte ich mal versuchen, wieder zu übernehmen? Es wäre nett, wenn du übernehmen würdest. So langsam macht das Ding ein bisschen Druck auf den Dötz. Weil das Ding ist tatsächlich so unbequem, wie es aussieht. Also man muss sich das nochmal vorstellen, unsere beiden Weichenwärter bzw. Fahrdienstleiter tragen also ein iPhone mit einem Spanngurt, also mit einem Gummizug quasi um den Kopf. Auf die Dauer ist das ziemlich schwer. Wir tauschen kurz die Bediener, ganz klar, Moment. So, könnt ihr mich hören? Ja, bist wieder hörbar. Sehr gut. Okay, und ihr seht auch ein Bild? Ja, wir sind gerade noch klein mit dem Bild. Ich gebe nochmal die Bitte in die Regie, einmal das Bild wieder zu vergrößern. Boah. So, das habe ich hier parallel getan. Das ist kompliziert mit dem Audio-Routing. Es gibt eine Frage. Und zwar Ersatzteilsituation mit diesen mechanischen Stellwerken. Ja. Wie wird das noch hergestellt?
Wir reichen die Ersatzteilbestände noch? Wie schnell geht das mit dem Umbau? Also, neu hergestellt wird von diesen Teilen, glaube ich, gar nichts mehr, außer irgendwelche Enthusiasten, die für ihre Museumsstellwerke von Handsachen nachfertigen. Ich arbeite nicht bei der Bahn. Für mich ist das wirklich komplettes Hobby. Insofern habe ich da auch keinen Einblick. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bahn da vielleicht nicht so offen drüber reden will, wie das ganz genau aussieht. Also, wie ich vorhin sagte, die Signalbauanstalt Wuppertal ist die Firma im Bahnkonzern, die alle Signaltechnikanlagen wartet oder beziehungsweise aufarbeitet, also dafür sorgt, dass altbrauchbare Teile aufgearbeitet werden und dann als Teile wieder eingebaut werden können, als Ersatzteile. Und wie das bei denen jetzt genau aussieht, keine Ahnung. Ich vermute mal, weil diese Teile so unglaublich stabil sind, ne? Dass also die Ersatzteilversorgung wahrscheinlich ganz gut gesichert ist. Also mit Sicherheit auch für die nächsten Jahrzehnte, weil dieses Zeug, das verschleißt sehr langsam, das ist unglaublich stabil gebaut und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass da unmittelbar jetzt ein Problem herrscht. Der Umbau von so einem Bahnhof auf eine modernere Stellwerksbauform ist relativ aufwendig und ich hoffe, dass wir irgendwann für eine der nächsten Chaos-Veranstaltungen vielleicht mal einen echten Fachmann dazu ranholen können, weil das ganz interessant ist. Also das Wenige, was ich darüber weiß, sieht so aus, dass die moderneren Stellwerke, die Relais-Stellwerke, Gleisbild-Relais-Stellwerke, Siemens SP-DRS-60 ist die große Bauform, die sehr weit verbreitet ist, dass die sehr gerne auch neu wieder aufgebaut wird, weil das ein modulares System ist, das sich ganz einfach an Umbauten anpassen lässt. Und die elektronischen Stellwerke, quasi die Computerstellwerke, die lassen sich überhaupt nicht einfach umbauen. Nicht, weil das nicht einfach ginge, weil das ja eigentlich nur eine Softwareänderung ist, sondern weil die Zulassungsvorschriften für diese Softwareentwicklung das V-Modell vorschlagen. Wem das was sagt, wird sich jetzt mit Grausen abwenden. Und das führt also dazu, dass einfachste Umbauten wie eine Weiche aus dem Stellwerk rausnehmen, wenn man Pech hat, Millionen kostet. Weil dazu die Software, die Individualsoftware dieses einen Stellwerks angepasst werden muss. Und dabei muss dem V-Modell Folge geleistet werden. Und das ist ganz schlimm. Hört mich? Du bist leider ganz schlecht zu verstehen. Genau, das klingt wieder nach der Bluetooth-Verbindung zwischen Headset und Handy. Deine Handy-Verbindung, das ist nicht, glaube ich, gar nicht die Bluetooth-Verbindung, sondern die Handy-Verbindung. Ich komme mal einfach an dich ran und du sprichst einfach mal quasi in mein Mikro mit rein. Ja, also zu ergänzend möchte ich dazu sagen, dass also bei alten Stellwerken ist es oft so, dass da altbaubare Teile lange aufgearbeitet werden, dass also Gut. So, da werden dann teilweise einfach Auftragsschweißungen gemacht, wenn irgend Sachen verschlissen sind. Da wird mit Schweißgeräten einfach Sachen korrigiert, repariert. Und bei modernen Stellwerken ist das halt so nicht. Und es treibt manchmal seltsame Blüten. In Hamburg-Altona hatte ich gesehen, wenn das was sagt, wir haben ja in Altona, der Bahnhof soll ja verlegt werden. Und das Stellwerk dort ist ja 1995 in Betrieb gegangen, hat eine sehr traurige Berühmtheit erlangt, dadurch, dass es ja mehrere Tage gar nicht funktioniert hatte. Und der Bahnhof wurde stückweise stillgelegt, der ganze Güterbereich ist weg. Und dort hat man die Gleise rausgenommen. Das ist problemlos möglich. Dann sind halt die Gleisfreimeldung gestört. Die wird einfach als belegt angezeigt. Aber man kann die Signale nicht einfach abbauen. Weil dann wird das Stellwerk wirklich nervös. Dann gibt es Blinkmeldungen, dann gibt es Alarmtöne und ähnliches. Und man hat dort über Jahre die ganzen kleinen Sperrsignale, diese niedrigen, die dann so mit zwei roten Lichtern darum standen, hat man einfach um ein Gebäude herumdrapiert. Die haben über Jahre dieses Gebäude rot beleuchtet. Da sind dann Signaltechniker hingegangen und regelmäßig die Glühbirnen gewechselt, weil das viel, viel billiger war, als eine neue Software zu nehmen, um dieses Stellwerk abzudaten und diese Signale dort rauszunehmen. Also hat man sie einfach stehen gelassen. Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Das ist tatsächlich so auch aus persönlicher Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung kann ich das sagen, dass alles, was also Planung umfasst, Zulassung umfasst, sehr kompliziert und sehr reguliert ist. Das sorgt auf der einen Seite dafür, dass wir sehr
gutes, sicheres Eisen, sehr guten, sicheren Eisenbahnbetrieb haben, aber halt auch teilweise ja sehr hohe Kosten, die sich auf den ersten Blick für Außenstehende nicht wirklich klar machen. Und ich weiß nicht, wie weit du dazu was sagen kannst, aber ich glaube, die Hoffnung ist, dass sich das mit den digitalen Stellwerken wieder verbessert, weil die tatsächlich wieder modular aufgebaut sind und nicht als Gesamtsoftwareanlage auch den Zulassungsprozess durchlaufen lassen müssen, sondern einen viel einfacheren Planungsprozess haben, wo die Einzelbausteine abgenommen sind und dann relativ einfach wieder verschaltet werden können. Richtig, das ist ja quasi auch so ein bisschen wieder diese Siemens Spurplanstellwerk-Geschichte. Also so ein Spurplanstellwerk muss man sich wirklich so vorstellen, dass eine Weiche, eine Strecke, ein Block, ein Modul hat und dann die über sogenannte Spurkabel wirklich hintereinander verbunden werden. Ja, also eine Weiche hat dann zwei Ausgänge, eine zu dem, was in dem einen Strang liegt, einen Ausgang zu dem nächsten Modul, was in dem nächsten Strang liegt. Das ist also wirklich für damals eine sehr ausgeklügelte Technik gewesen. Vielleicht fahren wir mal fort. Es ist jetzt 22:45 geplant, ist 23 Uhr Ende hier. Wir haben auf jeden Fall noch einen Kandidat hier im Jitsi. Eine Frage kam noch auf. Erstmal sehr viel positives Feedback. Also einmal in auch nach Aumühle, sehr positiv alles im Moment. Ein Gegengleisbeispiel wird gewünscht. Also gibt es im Beheim, so gibt es da ein Gegengleis, kann man da mal einen Zug ablassen? Nee, in die Richtung. Ist hier tatsächlich so nicht vorgesehen. Das geht nur auf Befehl. Okay, alles klar. Also das Stellwerk unterstützt das nicht. Betrieblich ist es natürlich möglich, aber dann eben nur auf schriftlichen Befehl. Und ich glaube, das ist bei mechanischen Stellwerken auch relativ ungewöhnlich. Oder zumindest mittlerweile, weil mechanische Stellwerke halt nicht mehr an stark befahrenen großen Strecken liegen, wo das wichtig wäre, dass das geht, sondern mittlerweile eher so an Nebenbahnen. Ne? Genau. Also, da vielleicht auch nochmal als Kontext. Es ist tatsächlich nicht selbstverständlich, dass Züge auf Signal auf dem anderen Gleis fahren können, also auf dem sogenannten Gegengleis. Wir fahren ja üblicherweise auf dem rechten Gleis in Deutschland bei zweispurigen oder zweigleisigen Strecken. Das Gegengleis muss also signaltechnisch auch ertüchtigt sein und sogenannte oder Fahrten dort auf dem Gleis überhaupt erlauben. So. Fahren wir fort. Der Signal Angel sagt, bitte die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten. QSX ist im Jitsi. Ja, guten Abend. Hallo. Könnt ihr mich hören? Ja, wunderbar. Ja. Eine Frage noch ganz kurz. Weitere Kandidaten danach, können wir das noch, schaffen wir das noch? Oder ich muss zwar morgen früh wieder eine andere Schicht beginnen, aber das ist erst um 11. Also wir gucken mal, wie wir uns um 11 fühlen. Also ich würde mal sagen, jetzt lass mal gucken, wie weit wir kommen mit den Kräften. Alles klar, dann fahrt frei. Okay, gut, mein Video hat gerade hier hauptsächlich Kompressionsartefakte. Haben wir denn schon einen Befehl bekommen? Noch nicht. Der Fahrdienstleiter ist gerade an mir vorbeigelaufen. Ich hoffe, dass er jetzt uns einen Befehl gibt. Ich hoffe, du kannst auch die Felder sehen. Ja, das ist gerade ein bisschen üble Kompressionsmatsche. So, vielleicht mal kurzes Feedback aus der Regie. Bin ich das, der so schlecht sendet, oder? Also ich sehe auch einige Artefakte. Ja, genau, jetzt wird es langsam besser gerade. Ja, jetzt wird es besser. So, jetzt müssen wir mal gucken. Seht ihr ein Feld, was weiß geworden ist? Ein Befehl zum Da links ist, glaube ich, gerade was weiß, ja. Das hier, ne? Genau. Was steht denn da? A, irgendwas von Beheim nach Gleis 3. A3 von Beheim nach Gleis 3. Ja, ich schaue einfach mal noch auf das Cheat-Sheet. So, was war das jetzt? A3 von Beheim nach Gleis 3. Genau. Okay, da. Okay, dann gucken wir mal nach unten auf die Fahrstraßenhebel. Da müsste, ich glaube, es ist der ganz links, das hat gerade zu viel Kompression. Ja, also ich sage es einfach mal, nach oben ist A3 und nach unten ist A2. Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich
A3, weil wir kriegen den von Beheim und der soll nach Gleis 3. Genau, so. Dann steht unten drunter als Erinnerung 2B und römisch 1. Gut, ja, dann fangen wir mal mit der Weiche 2B an und stellen die ein. Dann laufe ich da doch mal rüber. So, die ist umgelegt. Ja, und dann noch den Riegel 1. Riegel 1, römisch 1, ja. So, dann müssen wir die Fahrstraße einstellen können. Ja, gucken wir mal, ob ich den Fahrstraßenhebel nach oben belegen kann. Ja, das geht. Sehr gut. Gut, dann so, da fehlt mir jetzt der Begriff dafür, aber wir müssen jetzt oben den entsprechenden hier Fahrstraßenfestlegen. Genau. Ja, genau. Dann müssen wir den drücken und gegebenenfalls kurbeln. Ja, welchen von denen? Hier gibt es ja mehrere. Wir bekommen von Beheim auf A, müsste das sein, ne? Genau, so, dann gucken wir. Siehst du da eine schwarze Nase in dem Feld? Ja, das geht nach dem Zeiger aus, dann müssen wir kurbeln. Genau, richtig. So, das Feld ist weiß geworden. Gut. Soll ich mal zu den Signalhebeln gehen? Ja, dann müssten wir jetzt Signal A, ach so, ja, welches denn? Geh nochmal näher ran, in der Hoffnung, dass man das dann erkennen kann. Nach Gleis 3, also Signal A1. Ja. Und direkt die Frage dazu, das ist doch eigentlich dasselbe Signal, was die beiden Hebel schalten, oder? Ja, das ist richtig. Und man kann hier auch ein bisschen erkennen, hier geht außen nochmal ein Draht rum und hier unten drunter sind so weitere Räder. Das ist ein sogenannter Doppelstellerhebel. Die sind miteinander verbunden und die bewegen dasselbe Signal, aber an dem Draht wird entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung gezogen. Und in der Ruhestellung ist der Quadrat quasi in der Mitte. Aber es sind zwei Hebel, damit man die normalen Hebel verwenden kann und damit es auch nicht so einfach zu Verwechslungen kommt, weil das natürlich wichtig ist, mit welcher Geschwindigkeit der Zug über eine Weiche fahren darf. Na, also wenn man spitz auf eine Weiche zufährt, also auf die weichen Zungen, dann, wenn es geradeaus geht, darf man schneller fahren. Wenn es abzweigend ist, muss man langsamer fahren. Und deswegen ach so, also der eine Hebel schaltet dann auf Fahrt und der andere auf Langsamfahrt. Genau, ne? Das also in diesem Signalsystem, ja, okay. Das. Oh, jetzt habe ich es falsch erklärt. Nein, ach so. Das sollen die zwei Drähte darstellen. Man versteht leider den Ton nicht. Nee, man kann dich leider nicht hören, Andreas. Wir machen es hinterher. Okay. Ja? Wir machen hier erstmal fertig und dann kann Andreas vielleicht es schaffen, irgendwo noch ein Mikro aufzutreiben, über das er zu hören ist. Vielleicht das einfach das nehmen, was in der Kamera, im Handy eingebaut ist, aber egal. So, Signal so, ist auf A. Ja, jetzt haben wir ein Signal. Jetzt wird hoffentlich der Triebfahrzeugführer mal seinen Job gemacht haben. So, und jetzt sehen wir, da kommt unser Zug, ist ausgeleuchtet, er fährt am Signal vorbei und taucht da hinten im Bahnsteiggleis auf. So, ja, jetzt ist der Zug durchgefahren. Ich schalte das Licht wieder ein, damit wir ein bisschen mehr sehen können. So. Was machen wir jetzt? Okay. Ja, wir können auf jeden Fall mal das Signal, glaube ich, zurückstellen. Das schadet bestimmt nicht. Genau. Hast du vorhin genau aufgepasst? Wann darf ich das Signal zurückstellen? Worauf muss ich vorher geguckt haben? Worauf muss ich achten? Also wir haben jetzt natürlich aus dem Fenster geguckt und haben das Zugschlusszeichen gesehen, dass das genau da steht am Bahnsteig. Genau, das wollte ich hören. Perfekt. Sehr schön. Was wir gerade mit der Gleistafel da oben gemacht haben. Genau. So. Okay. Redaktioneller Hinweis noch ganz kurz. Es geht darum, ja, dass man natürlich erkennen muss, dass alle Wagen auch sicher im Bahnhof angekommen sind. Das macht man üblicherweise über das Zugschlusssignal, also die beiden roten Lampen oder diese Kärtchen, die man hier jetzt sieht, die bei Wagen, die nicht elektrifiziert sind, hinten einstecken kann. Genau, also gerne bei Güterwaggons, die keine durchgängige Elektrifizierung haben oder vielleicht auch Gefahrgut geladen haben, da will man gar keinen Strom am Güterwagen haben, dann kommen auch heute immer noch diese Tafeln zum Einsatz. Und die dürfen auch nur am letzten Waggon befestigt sein, weil man will wissen, dass man den letzten Waggon gesehen hat. Wenn man den gesehen hat, müssen alle, die davor im Zug sind, auch durchgefahren sein. Wenn der fehlt, dann fehlt mindestens ein Waggon und ist irgendwo auf der Strecke liegen geblieben, weil zum Beispiel eine Kupplung gebrochen ist. Genau. Und wenn das der Fall ist, dann ist hier aber Kürbis. Genau. Okay, boah, jetzt haben wir das Signal zurückgestellt. Ah.
Wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal noch den Befehl zurückmelden. Ja, ich probiere das mal. So, ich gucke mal. Hier ist mein Befehlsempfangsfeld. Das Feld ist weiß. Mhm. Kann man den drücken? Nö. Okay, dann müssen wir... Boah, da habe ich gerade den Begriff vergessen, aber wir müssen, glaube ich, noch irgendwas links mit den Hebeln machen. Irgendwo hier, meinst du? Ja. Wo denn? A von B heim, ne? Das Endfeld müssen wir noch dingsen. Genau, das müssen wir betätigen und damit dem vorgelagerten Stellwerk, nämlich in Beheim, sagen, die Strecke ist wieder frei, unser Zug ist nämlich vorbei, das Signal steht wieder auf Halt und der Nächste darf hinterherfahren. Ach ja, genau. Ich habe gerade die ganze Zeit nur an, wo der Zug hinfährt, gedacht und nicht, woher der kommt. Okay, wir haben... Okay, da offensichtlich haben wir eine Wartungsaufgabe. So, ich glaube, es ist jetzt häufig genug, hat sich bewegt, aber da scheint es irgendein technisches Problem zu geben. Aber egal, das müssen wir nicht heute Abend lösen. Wir wollen ja nächstes Jahr auch noch was zu tun haben. Okay. Gut, dann können wir jetzt, da weiß ich jetzt nicht die Reihenfolge, den Befehl zurückmelden, die Fahrstraße aufheben und dann am Ende die Weichen wieder zurückstellen. Okay, dann versuche ich mal den Befehl zurückzugeben. Befehl ist immer noch hier. Kann ich immer noch nicht drücken, diese Taste. Dann also müssen wir zuerst die Fahrstraße aufheben. Okay, dann lege ich den Fahrstraßenhebel zurück. Das geht auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Ach so, ja gut, dann muss uns der Fahrdienstleiter jetzt halt mal noch schauen, dass der Zug gar da ist und uns die Fahrstraße festlegen. Genau, also die Festlegung aufheben und jetzt darf ich auch den Fahrstraßenhebel wieder zurücklegen. Und wenn der zurückgelegt ist, dann darf ich auch den Befehl zurückgeben. Das schließt sich gegenseitig aus, ne? Weil es könnte sein, dass die Fahrstraße aus einem anderen Grund verschlossen ist. Dann darf auch dieser Befehl gar nicht gegeben werden, ne? Weil das würde sich dann widersprechen, das würde einen ungültigen Zustand erzeugen. Also das heißt, wenn wir eine Fahrstraße gebaut haben, dann kann der Fahrdienstleister auch gar keinen Befehl geben? Nicht für dieselbe Fahrstraße. Also es gibt so ein paar Situationen, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Man kann ja auch rangieren. Und dazu kann man bestimmte Weichen auch verschließen, damit die zum Beispiel nicht aus Versehen für eine Fahrstraße für einen anderen Zug freigegeben werden. Ne? Deswegen ist es dann wichtig, dass also der Befehl im Zweifelsfall auch gar nicht erst gegeben werden kann, damit der Fahrdienstleiter gleich weiß, Moment, irgendwas macht dieser Weichenwärter, der ist nämlich lokal fürs Rangieren zuständig. Und so, Andreas will uns was zeigen. Genau, so jetzt. Genau, so, da gibt es also so eine Hilfssperre, die setzt man da drauf, ist ein bisschen viel Farbe drauf, deswegen passt die nicht ganz so gut. Da sieht man es, ne? So, ne? Und das ist jetzt die Information, diesen Befehl darf ich als Fahrdienstleiter gerade nicht geben, weil ich weiß, da steht ein Zug im Gleis zum Beispiel. Ne? Und damit ich jetzt also nicht aus Versehen den Befehl doch gebe, weil ich die falsche Taste drücke, setzt man diese Hilfssperre drauf. Und das stellt sicher, dass man nicht vergisst, dass irgendwo ein Zug steht. Und das ist tatsächlich auch eine der häufigsten Unfallquellen, dass die Leute, die Fahrdienstleiter, nicht aus dem Fenster gucken und nicht so eine Hilfssperre angebracht haben, sondern sie wissen ja, der Zug steht immer in Gleis 3. Außer wenn er mal in Gleis 2 steht. Und wenn sie dann doch einen anderen Zug in Gleis 2 einfahren lassen, weil der andere Zug ja normalerweise immer in Gleis 3 steht, dann knallt's. Und das, ich glaube, wir sollten einfach die Menschen abschaffen. Ja, das ist der sicherheitstechnische Vorteil von moderneren Stellwerksbauformen. Also ab Relaisstellwerk gibt es dann eine Gleisfreimeldung. Also da weiß das Stellwerk, ob da irgendwelche Waggons in dem Gleis stehen oder nicht und lässt dann auch gar nicht zu, dass eine Fahrstraße eingestellt wird in ein belegtes Gleis. Gut. Ich lege nochmal die Weiche zurück. Genau. Ja. Wenn wir das können, dann haben wir die Fahrstraße sowieso aufgelöst. Genau. Ja, dann wären wir an der Stelle soweit durch mit dem Zug. Ja, genau richtig. Sehr schön. Dann herzlichen Glückwunsch zum Abzeichen. Ja, vielen Dank. Gerne. Ich wäre natürlich auch gerne einfach vor Ort gewesen, aber ne? Ja, war auf jeden Fall, aber wir holen definitiv das nach. Cool, dass ihr das so macht. Ja, gerne.
Dein Nickname in der RC3-Welt ist auch QSX? Ja, genau, das ist der gleiche. Sehr schön. Alles klar, dann kriegst du auch unser Badge. Vielen Dank. Jo. Ja, so, ich danke euch. Ich habe keine Idee, wie spät es ist, aber ich glaube, eine Kandidatin oder einen Kandidaten machen wir noch, oder? Eine Erinnerung noch. Häckerle ist schon da, aber ich frage trotzdem einmal, der Doppelhebel, der da unten noch einmal kurz erläutert werden sollte, wollte. Genau, Andreas wollte noch was zum Doppelstellerhebel sagen und ich übergebe ihm mal das Headset, dann kann er nämlich einfach sprechen. Also wir haben ja verschiedene, ich erzähle erstmal den Einstellerhebel, den wir bei Signal P4 haben. Das Signal hat ja nur zwei Stellungen, das hat ja nur Halt oder Fahrt. Und ich habe an dem Signalhebel ist eine Seilscheibe und bei den Signalen draußen habe ich auch eine Seilscheibe. Da ist ein Kulissenantrieb, da ist so eine Rinne drin, wo man mit einer Rolle sich halt entsprechend drin bewegt. Und das wird nur in eine Richtung gedreht. Wenn ich mir jetzt die beiden Drähte vorstelle, die da rausgehen, dann bewegen die sich einfach nur in eine Richtung und wieder zurück. Mehr machen die nicht. Beim Doppelstellerhebel habe ich das, dass ich, wenn ich einen Hebel auf Fahrt stelle, dass der andere rückwärtig läuft. Das heißt, ich kann das Signal in die eine Fahrtstellung bringen oder in die andere Fahrtstellung. Das habe ich bei Signalen, die halt zwei Fahrtbegriffe haben, sogenannte dreibegriffige Signale. Es gab sogar mal bis 1948 Signale mit drei Flügeln, die also vier Begriffe hatten, Halt und drei verschiedene Fahrtbegriffe. Da hat man dann ein weiteres Doppeldrahtpärchen hingelegt und noch eine Kupplung rangepackt, um den zweiten mit dem dritten Hebel zu verbinden. Das ist aber ausgestorben, das gibt es seit 1948 nicht mehr. Verschiedene Fahrtbegriffe hier für die verschiedenen Geschwindigkeiten. Ja, da war es noch ein bisschen anders. Da war man sich noch nicht sicher am Anfang. Machen wir eine Geschwindigkeitssignalisierung, machen wir eine Wegesignalisierung? Also es gab auch die Wegesignalisierung. Das ist auch etwas, was die Briten unheimlich gerne gemacht haben. Wenn man alte Bilder sieht, da sind Signalbrücken mit einer riesen Anzahl an Signalflügeln. Und wenn ich an einem Signal ankomme und in einen Bahnhof reinfahren möchte, habe ich für jede Fahrmöglichkeit einen einzelnen Signalflügel. Und ich musste dann wissen, okay, wenn es der fünfte Flügel ist, dann fahre ich halt nach Gleis 8 und dann habe ich die Geschwindigkeit. Das ist natürlich nicht besonders effizient und das hat auch zu Unfällen geführt. Die Briten haben das System nie geändert. Bei uns hat man es am Anfang so gehabt und dann gab es halt eben, also das Signal zeigt dann halt in der Grundstellung halt, ne? Signalflügel halt, Flügel hoch ist volle Geschwindigkeit. Und wenn es zwei Flügel hat, volle Geschwindigkeit, langsam fahren. Und dann gab es die Variante, muss man jetzt noch eine weitere Hand vorstellen, dann kommen dann alle drei Flügel hoch. Und das war langsam fahren in eine andere Richtung. Und das ist natürlich, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Wegesignalisierung, machen wir Geschwindigkeitssignalisierung? Und da hat man sich in den 30er Jahren gesagt, hier in Deutschland machen wir halt eine Geschwindigkeitssignalisierung. Der Fahrweg liegt richtig an, das ist schon gesichert. Der Lokführer muss wissen, wie schnell er fahren muss. Und sollten wir wirklich den Fall haben, dass wir verschiedene Richtungen signalisieren müssen, dass ich also zum Beispiel am Bahnhof habe, wo es in drei Richtungen rausgeht, dass ich an der Signalstelle nicht erkennen kann, welche Richtung es geht, dann schalten wir einen Buchstaben mit da an. Das sieht so ähnlich aus wie hier unten mit unserer 3, die hier eine Geschwindigkeit signalisiert. Wenn man da einen Buchstaben sieht, dann ist das eine Fahrtrichtung. Hamburger kennen das zum Beispiel am Hauptbahnhof, bei der S-Bahn oder in Altona. Dann in Altona, da steht dann zum Beispiel B für Blankenese und E für Eidelstedt und D für Dammtor. Weil ich kann an der Signalstelle einfach nicht erkennen, wo es lang geht. Und der Lokführer soll nur fahren, wenn er sicher ist, dass der richtige Fahrweg anlegt. Wenn es nur in zwei Richtungen geht, dann habe ich in die eine Richtung Fahrt, in die andere Richtung Langsamfahrt. Dann kann ich an der Fahrtstellung erkennen, in welche Richtung es geht. Und wenn der Fahrdienstleiter mir da irgendwelchen Unsinn eingestellt hat, dann fahre ich halt nicht ab. Es gibt ja so manchmal so Fälle in den Nachrichten, dass der Zug sich verfahren hat und eine andere Strecke gehabt hat. Dann haben Fahrdienstleiter und Triebfahrzeugführer beide gepennt. Kommt sehr selten vor. Alles klar, vielen Dank. Eine Frage, wir verlängern ja. So. Eine Frage an den SCB noch. Wir verlängern ja. Wie läuft das mit den Aufzeichnungen? Wird das weiterhin aufgezeichnet oder muss ich da noch irgendwo mal Bescheid sagen? Ich würde, also solange wir jetzt nicht länger als 15 Minuten länger machen, ist das auf jeden Fall in der Aufzeichnung mit drin. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Hackerle ist schon im Jitsi. Hört man mich jetzt? Ja, hallo. Guten Tag. Moin, moin.
Also, dann müssen wir erstmal gucken, was wir für Anweisungen bekommen. Genau, gucken wir mal, was sich der Fahrdienstleiter diesmal für uns ausgedacht hat. So, da brummt irgendwas. So, es brummt und ich sehe jetzt, wo brummt es? Hier ist was weiß geworden. So. So, ich sehe, hier ist was weiß geworden. Ne? Und ich sehe, also nur um den Vergleich zu erklären, hier ist es schwarz. Schwarz bedeutet, ich kann die Taste nicht drücken. Ne? Das verhindert dieser Aufsatz hier oben, das ist eine sogenannte Tastensperre, die verhindert, dass ich die Taste drücken kann, unabhängig davon, was hier unten in dem Block untersetzt, gerade die Situation sein mag. Und hier, ERL, Erlaubnis, das ist weiß geworden und es ertönt ein Summer. Das heißt, der Fahrdienstleiter möchte, dass ich dieses Feld bediene. Und das ist der Erlaubniswechsel, das Erlaubnisfeld von und nach D-Stadt. Im Moment ist es weiß. Das heißt, wir dürften einen Zug in Richtung D-Stadt ablassen. Aber offensichtlich möchte D-Stadt uns einen Zug schicken und braucht dafür die Erlaubnis. Das heißt, ich drücke, dann geht der Summer aus. Ich kurbele und jetzt ist die Erlaubnis weg und vermutlich, da kommt er schon, kriegen wir einen Befehl von D-Stadt nach Gleis 2. Ich lasse mal den Fahrdienstleiter durch, damit er die notwendigen Aufgaben an den anderen Bahnhöfen erledigen kann. Von D-Stadt nach Gleis 2, okay. Genau. Kommen wir jetzt an dieses Panel unten, also die Fahrbahnhebel sind das, glaube ich. Ja. B nach Gleis 2. Guck sonst gerne auf den Cheat Sheet, da sind die ganzen Beschriftungen auch nochmal mit drauf. Ist das der zweite von rechts nach unten? Du meinst den hier? Ja, ich glaube schon. Also hier, P2, B, ist das unser Auftrag? Ja, ich glaube schon. Okay, wir versuchen das. Den kann ich im Moment nicht nach unten stellen, aber hier steht auch 1, 2a und 3cd. Okay, also gehen wir nach rechts. Und hier die 1. Ja. Die 2a. Und die 3cd. Okay. Okay. So, ich guck mal. Also das, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, aber ich kann diesen Hebel nicht ganz nach unten stellen. Der bleibt jetzt in so einer Mittelposition stehen. Mhm. Was doch der falsche, okay. Könnte sein, ja. Welcher wäre denn der richtige? Ich weiß es nicht ganz. Kann ich nochmal die Anweisung auf den, ich guck nochmal auf den Befehl. Na, also hier B1 von D-Stadt nach Gleis 2 steht drauf. D-Stadt nach Gleis 2. Oh ja, das. Also das Entscheidende ist eigentlich, was ganz oben steht. Kannst du es erkennen? Ja, B1. Genau, B. B ist das Signal, vor dem unser Zug im Zweifelsfall jetzt schon wartet, dass er reinfahren darf. Was wäre der richtige Fahrstraßenhebel, der dazu passt? B1, also weiter von links nach oben. Genau, so, ich stelle den mal zurück und guck mal, ob ich den jetzt nach oben bewegen kann. Und das geht nicht. Können wir nicht. Wir müssen das, was wir eben gemacht haben, also die 1, die 2a und die 3cd wieder aufheben. So, dann gucken wir mal, geht das jetzt besser? Oh ja,
Der ist ganz oben. Sehr schön. Okay, gut. Dann können wir jetzt das Signal bedienen gehen. Okay. Ah, nee, so. Können wir noch nicht ganz. Okay. Das müssen wir jetzt machen. Wir müssen oben gucken. Die Fahrstraßenverriegelung. Und zwar ist das wieder B1. Genau, ja. Das okay. hat keinen Indikator, ist also Gleichstrom. Aha. Also, okay. Ja, hält fest, ist weiß. Dann können wir jetzt das Signal bedienen. Gut. Welches Signal? Hier gibt es ja wieder ganz viele. B1, also das dritte von links. Alles klar. So, Signal ist auf Fahrt. Wir gucken mal. Genau, hier sehen wir es auch grün leuchten. Ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs erkennen. Genau, der Zug fährt jetzt auch schon durch. Ja, Zug ist durchgefahren. Gut. Wartungsleiter wechselt wieder zurück. Okay, dann müssen wir als nächstes das Signal zurückstellen, glaube ich. Okay. Ja. Und dann können wir die Fahrstraße können wir noch nicht wieder rausnehmen, glaube ich. Weil dann wir. Soll ich es mal probieren oder? Ja, bitte. Ja, du hast recht. Ich kann den Hebel noch nicht zurücklegen. Ja, dann müssen wir das, diese Blockeinheit müssen wir, glaube ich. So links oder wo soll ich hingehen? Ja, genau. Und dann auf B1 von D statt drücken, glaube ich. Ja, da passiert was. Das sieht gut aus. Okay, das ist weiß geworden. Ja, sehr schön. Und jetzt können wir unsere Fahrstraße wieder rausnehmen. Nee, geht noch nicht. Guck noch mal, siehst du hier was irgendwo, warum das noch nicht geht? Ah ja, wir haben die Fahrstraßenverriegelung noch drin. Ne? Müssen wir da einfach nochmal drauf? Meinst du, ne? So, das können wir wieder nicht selber tun. Sondern der Fahrdienstleiter guckt aus dem Fenster, sieht, der Zug ist am gewöhnlichen Haltepunkt angekommen, Halteplatz, und löst die Fahrstraße auf. Klack, so. Und jetzt können wir auch den Fahrstraßenhebel zurücklegen. Genau. Und jetzt müssen wir noch dem Fahrdienstleiter bestätigen, dass wir das gemacht haben. Genau. So, ich drücke wieder hier, Befehlsempfang. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut. Mag mir jemand sagen, wie spät es ist? Ungefähr? Es ist 23:12 Uhr. Heckerle, vielen Dank. Heißt du auch Heckerle in der World? Ich habe für die World leider kein Ticket mehr ergattern können. Sehr schade. Dann aber trotzdem vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Dann kriegst du einen Badge, wenn du mal hier in Ormühle vorbeikommst. Dann kriegst du einen persönlich. Okay, danke schön. Gerne. Gut, dann würde ich sagen, dann Andreas möchte noch was sagen. Ich reiche ihm das Headset rüber. Wir hatten vorhin ja schon mal darüber gesprochen, ob man das Stellwerk hier selber mal bedienen kann. Da hatte ich ja gesagt, wenn so Corona durch ist, gerne Termin machen, vorbeikommen. Im Zweifelsfalle tut euch mit ein paar Leuten zusammen. Vielleicht mag Stefan noch mal rübergehen mit der Kamera hier an den Anlagen. Wir waren die ganze Zeit in Adorf. Aber wir haben hier jetzt noch die Abzweigstelle Beheim. Wir haben hier
genau, nicht ganz so schnell. Wir haben hier noch, hier hieß, heißt das noch Hilfsbockstelle, heute würde man es Überleitstelle bezeichnen. Und dann haben wir hier drüben nämlich noch Debach als elektromechanisches Stellwerk, was dann von der Bedienung her schon ein bisschen anders ist. Und ganz hinten haben wir noch unser Relaisstellwerk Etal. Man kann also hier mit bis zu 7 Leuten Betrieb machen. Also wenn ihr euch in Gruppen zusammentut und wir einen Termin abmachen, dann können wir auch mehrere Stellwerke besetzen. Und dann können wir hier im Zweifelsfall auch nach Fahrplan fahren. Ja, das wollte ich noch loswerden. Das klingt nach einer sehr schönen Hackertour. Vielen Dank. Du bist im Fahrdienstleiterstellwerk in Debach. Zumindest das ist das, was am dichtesten bei ist. Okay, jetzt. Wir hören. Hallo. Ja, also ich benutze glaube, mal bitte die Kopfkamera. Deine Kamera ist gerade nicht drauf. Meine Kamera ist nicht drauf? Ach so, yeah. Okay. Sonst, ah ja. Ich habe mein Headset an. Ja, genau. Genau, ich mache meine Kamera aus. So, jetzt haben wir das. SCB stelle ich mal stumm. Also ich. Ich stelle mich mal hin. Ne? Zum Abschluss stelle ich mich nochmal hin. Leider ist jetzt wieder kein Audio hörbar. Dann hilft das halt nichts. So, wir haben mit dem großen Chaos angefangen. Wir hören mit dem großen Chaos auf. Wir hören dich. Ich habe heute ganz viel gelernt, habe ich gerade gesagt. Ich fand es total spannend. Ich glaube, ihr auch. Jedenfalls waren die Feedbacks, die jetzt gekommen sind, waren alle sehr positiv. Und das freut natürlich Andreas und Stefan und Hambi, die hier hinten noch mitgeholfen hat und mich auch. Und ich freue mich schon, ich komme im Sommer auch mal wieder her und dann will ich da mal selber die Knöpfe bedienen und das auch nochmal wirklich lernen. Ich habe ja vorhin mit Andreas gesprochen, das fand ich ganz toll, dass du gesagt hast, dass hier wirklich auch teilweise jetzt auch noch Leute ausgebildet werden. Die DB hatte letztes Jahr bei uns angefragt und ob es möglich wäre, bei uns wieder Ausbildungsbetrieb zu machen. Das war im Frühjahr gewesen. Im Sommer waren hier 16 Signaltechniker aus verschiedenen Gegenden Deutschlands, die Anlage abgenommen haben. Und hier wird richtig ausgebildet. Also die Anlage ist zugelassen für solche Sachen. Hier kann man tatsächlich alles üben, was man dafür braucht. Das war mein Cliffhanger, um euch zu sagen, dass ihr quasi jetzt alle kleine Stellwerks, wie heißt der Beruf? Fahrdienstleiter seid. Und ich finde es erstaunlich, dass das alles so gut geklappt hat. Super, toll. Ich glaube, wir machen jetzt die Session hier zu und trinken alle nochmal eine Clubmate mit Rakete drauf. Oder? Tschüss.